Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Einheit Familienrecht Vertiefung, um genau zu sein, zu unserer letzten Einheit Familienrecht Vertiefung in diesem Semester. Ja, also Sie haben sich ja alle, die die Klausur schreiben wollen, haben Sie sich ja angemeldet schon zur Klausur, vielleicht vorab nochmal ein paar Erfahrungen, die ich aus dem vergangenen Semester und auch aus diesem Semester gesammelt habe. Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich die Sachen zurechtlegen, also sprich, dass Sie den Upload-Link mal testen, dass Sie den aufmachen und ihn schon am Rechner haben oder zumindest auf dem Handy, dort, wo Sie jedenfalls die Arbeit dann auch hochladen werden und digitalisieren werden. Also wenn Sie das Handy nutzen zur Digitalisierung und sich es vorher nicht per E-Mail schicken, die Klausur, dann laden Sie es doch gleich oder suchen sich gleich sozusagen einen Tab, wo der Upload-Link geöffnet ist am Handy, damit Sie das gleich bewerkstelligen können. Probieren Sie das auf jeden Fall aus, damit sich da keine Probleme ergeben. Ansonsten schauen Sie auch, dass Sie den richtigen Upload-Link haben. Ich habe heute gerade die Schuldrecht 2-Klausur schreiben lassen. Da hatten wir auch schon wieder Fälle, wo dann sozusagen beim Familienrecht die Klausuren gelandet sind. Also schauen Sie auch, dass Sie die richtigen Upload-Links haben. Die stehen nochmal explizit auf dem Deckblatt der Sachverhaltsangabe, sodass Sie das nutzen können. Darüber hinaus sollten Sie eben auch besonnen bleiben, das heißt, Sie können sich natürlich bei der Klausur als Open Book Klausur Ihre Materialien heranziehen. Bleiben Sie besonnen, legen Sie sich schon die passenden Sachen zurecht und dann arbeiten Sie den Klausursachverhalt einfach peu à peu durch. Ja, Sie werden drei Teile bekommen. Der erste Teil ist ein kleiner Fall und dann gibt es zwei Essay-Fragen, die Sie alle separat für sich isoliert beantworten können. Auch bei dem kleinen Fall, wenn Sie an die Falllösung schreiten. Schauen Sie, dass Sie wie immer ordnungsgemäß arbeiten, sauber arbeiten, dass Sie alle Punkte, die Sie im Sachverhalt genannt haben, die Signalwörter, dass Sie die aufgreifen und auch verarbeiten in der Lösung. Das ist sozusagen ja das Spiel, das Sie immer sozusagen haben bei den Klausuren. Also bleiben Sie besonnen, das wird schon alles klappen. Frau Müller hat noch eine Frage im Chat. Wer sieht das denn? Also wenn man zum Beispiel eine Datei aufs Skebo hochlädt, das sehen natürlich meine Mitarbeiter und ich. Also wir sehen das, wenn etwas hochgeladen wird, dann sehen wir diese Datei. Es gibt ja von Herrn Brinkmann und seinem Team gibt es so einen Testlink, wo Sie testen können, wie das funktioniert. Ja, und bei uns können Sie natürlich den Link schon mal aufmachen, da sehen Sie dann, das habe ich auch schon gemacht, klicken Sie einfach sozusagen auf den Link, der angegeben ist auf der Liste des Prüfungsamtes und dann können Sie sehen, ob Sie sozusagen dann dieses Fenster haben, wo Sie eben Datei auswählen, klicken können, wo Sie dann die entsprechende Upload-Datei heranziehen können oder wo Sie dann per Drag and Drop einfach die Datei hineinziehen. Das ist alles entspannt. Machbar, schon im Vorfeld, sodass Sie eben sich schon mal alles bereitlegen können, ohne dass Sie dann, wenn Sie in die Digitalisierungsphase gehen, dann noch in Hektik ausbrechen müssen, weil, was weiß ich, der Scanner streikt oder der Link nicht da ist, Sie den Link nicht finden und so weiter. Frau Zeck fragt noch im Chat, ob alle Aufgaben zu gleichen Teilen zählen. Naja, Sie werden sehen, wie die aufgebaut sind, aber die sind ungefähr gleichgewichtet, also sodass Sie ungefähr von ein Drittel Gewichtung pro Aufgabe ausgehen können. Ja, so wird es sein. Aber das bringt Ihnen jetzt natürlich alles nichts, wenn wir jetzt darüber abstrakt sprechen. Sie werden nächste Woche sehen, sozusagen, wie die Aufgaben gestellt sind und dann lässt sich das auch machen. Also Sie werden die Klausur sicherlich alle bestehen können. Es ist sicherlich, wenn Sie der Vorlesung gefolgt sind inhaltlich, ist das alles machbar. Sie brauchen sich da keine Sorgen zu machen, dass ich von Ihnen Unmögliches erwarte, sondern Sie werden eine faire Chance bekommen, diese Klausur zu schreiben. Wenn Sie natürlich nichts gelernt haben, weil Sie keinen Bock drauf hatten, dann ist das Ihre Sache. Dann werden Sie die Klausur natürlich dann auch nicht bestehen oder sehr knapp bestehen. Wenn Sie aber gut mitgemacht haben und die Themen sozusagen auch drauf haben, dann wird das sicherlich machbar sein. Und Sie können natürlich auch, wenn Sie viel mitgenommen haben, dort auch natürlich gute Noten erzielen. Gut, also Ansporn, durchhalten bis zum 17. und dann machen Sie das schon.
Gut, so viel zur Klausur. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die gerne noch in den Chat stellen oder Sie warten bis nachher zur Sprechstunde, können Sie auch da artikulieren oder mir eine E-Mail schreiben, dann kann ich entsprechendes auch noch beantworten. Natürlich keine Fragen zum Inhalt der Klausur, das ist klar. Bitte auch nicht meine Mitarbeiter fragen. Ja. Manchmal kommen auch noch Anfragen zum Passwort der Vorlesungen, die können Sie natürlich stellen, das ist alles gar kein Problem, gebe ich Ihnen auch noch eine Woche vorher das Passwort. Gut, also. Klausur abgehakt. Zweiter Punkt, der mir noch bleibt. Sie wissen ja alle, dass ich zum Semesterende die Uni Bonn verlassen werde und das sozusagen meine letzte Schwerpunktveranstaltung sein wird im Schwerpunkt 1 und 5. Von daher darf ich die Gelegenheit nutzen, mich jetzt bei Ihnen auch ganz herzlich zu bedanken für Ihre Mitarbeit, Ihr Engagement auch während des Semesters, auch Ihr Engagement bei der Evaluation. Das ist für mich auch sehr wichtig gewesen zu sehen. Wie schätzen Sie die Veranstaltung ein? Ist sehr positiv eingeschätzt worden von Ihnen, was mich sehr freut. Ich meine, hänge mich natürlich auch rein, deswegen ist es immer schön, wenn man positives Feedback kriegt. Einen Punkt möchte ich Ihnen noch sozusagen mitgeben, den ich natürlich gerne aufgenommen habe. Es gibt ja immer die zwei Lager, YouTube und Zoom, die es eben, die einen finden Zoom besser, weil man dort eben auch sprechen kann, die anderen finden YouTube besser, weil man diverse Sachen damit machen kann, also zurückspulen und oder in doppelter Geschwindigkeit abspielen lassen und so weiter. Ich habe mir jetzt überlegt, das einfach beim nächsten Mal sozusagen beides zu kombinieren, das Zoom-Meeting zu streamen und dann haben Sie sozusagen das Beste aus beiden Welten. Diejenigen, die natürlich jetzt nicht mir in Göttingen folgen, die können natürlich die Veranstaltung sehen, wenn Sie es interessiert, aber Sie sind eh schon so weit. Die nächsten Veranstaltungen sind eher im Anfängerbereich wieder. Also von daher können Sie es natürlich verfolgen und Sie könnten natürlich auch mitmachen, wenn Sie wieder was Interessantes sehen. Also ich wollte nur Rückmeldung geben, dass sozusagen das, was Sie in der Evaluation auch genannt haben, jetzt nicht Perlen vor die Säue werfen ist, sondern ist ganz wichtig auch für mich, um Feedback zu kriegen. Also herzlichen Dank. Darüber hinaus da möchte ich die Gelegenheit jetzt nutzen, in der noch viele Leute im Stream sind. Zum Schluss ebbt es ja doch ein bisschen ab. Mich auch zu bedanken bei Ihnen nochmal und Ihnen alles Gute zu wünschen für die weitere Zeit. Viele haben ja das Examen schon gemacht und für die ist das jetzt das letzte oder das vorletzte Semester an der Uni. Also alles Gute für die weitere Zeit, für diejenigen, die noch das Examen vor sich haben. Toi, toi, toi für die anstehenden Aufgaben. Es ist sicherlich ein langer Weg, aber Sie werden das auch meistern. Bleiben Sie einfach besonnen, glauben Sie an sich und lassen sich von so Sachen wie Corona und den Eingrenzungen nicht entmutigen. Bleiben Sie am Ball, dann wird das schon werden. Gut. Also herzlichen Dank von meiner Seite. Dann gehen wir jetzt gleich in medias res und zwar wollen wir uns heute noch befassen mit der elterlichen Sorge. Wir haben uns ja schon vielfach durch das Eltern-Kind-Verhältnis gewühlt, das horizontale Verhältnis uns angeschaut, das Eltern-Kind-Verhältnis uns angeschaut, Unterhalt haben wir betrachtet und jetzt wollen wir eben letztlich auch nochmal die elterliche Sorge uns anschauen. Also wollen uns anschauen, wie ist das denn mit den Sorgerechten und wie werden die sozusagen zugewiesen, wie werden die ausgeübt, was umfassen die elterlichen Sorgerechte überhaupt und wo sind möglicherweise Probleme, die entstehen bei der elterlichen Sorge und die Reformbedarf aufwerfen. Was Sie an der elterlichen Sorge natürlich schon kennen, das ist das, was Sie in den Examensklausuren oder auch schon im BGBAT immer geprüft haben. Das ist quasi ja die gesetzliche Vertretung der Eltern. Auch das werden wir uns heute nochmal anschauen, wann die ausgeschlossen ist und so weiter. So eine kleine Wiederholung ja, zum materiellen Familienrecht nochmal mit dazu. Gut, zu den Grundlagen. Ja. Elterliche Sorge, die hat ihre Grundlagen natürlich jetzt nicht im einfachen BGB, sondern die hat ihre Grundlagen auch im Verfassungsrecht, nämlich in Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Und das ist jetzt eigentlich Wiederholung zu den Einstiegseinheiten, die wir gemacht haben. Sie kennen natürlich den Gewährleistungsgehalt des Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz schon. Das Elternrecht ist das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht, also die elterliche Sorge auszuüben. Ja. Und der Staat wacht eben über diese elterliche Sorgerechtsausübung. Das Elternrecht ist also Institutsgarantie, Abwehrrecht und auch werteentscheidende Grundsatznorm, so wie Artikel 6 Absatz 1 auch. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zu vertiefen. Und wir hatten ja schon in der verfassungsrechtlichen Einheit gesagt, dass das Elternrecht ein fiduziarisches Recht ist. Es ist ein fremdnütziges Recht der
Eltern. Also die Eltern haben zwar ein eigenes Recht, dieses eigene Recht dient aber letztlich dem Kind. Es ist also ausgerichtet auf das Kind, auf die Erziehung des Kindes, um ihm ein Heranwachsen zu einem vollwertigen Mitglied in der Gesellschaft eben zu ermöglichen. Das Elternrecht ist deswegen nicht eigennützig, kein eigennütziges Recht der Eltern, sondern ein Recht, das sich auf das Kind bezieht. Was auch im Verfassungsrecht drinsteckt, was wir auch schon behandelt haben, ist, dass Elternrecht und Elternpflicht Hand in Hand geht. Man kann also nicht sozusagen das Elternrecht nehmen, aber die Pflichten, die die Elternschaft mit sich bringt, dann einfach sozusagen streichen. Das haben wir im verfassungsrechtlichen, abstammungsrechtlichen Teil gemacht, wo wir gesagt haben, die Vaterschaftsanerkennung geht halt nur, indem auch neben den Rechten auch die Pflichten übernommen werden. Da kann man nicht sozusagen die Vaterschaft anerkennen und sagen, okay, aber Unterhaltspflichten möchte ich nicht haben. Das geht nicht. Also Elternrecht und Elternpflicht korrespondieren und gehen immer Hand in Hand. Das heißt, derjenige Elternteil, der die Rechte ausüben kann gegenüber dem Staat und als Abwehrrecht, der kann aber auch in die Pflicht genommen werden. Der ist verpflichtet, auch seine elterlichen Pflichten, Sorgepflichten auch zu erfüllen. So, nächster Problempunkt oder Problemkomplex im Elternrecht war die Frage, wer ist alles unter den Elternbegriff zu fassen? Und hier hatten wir ja gesagt, die genetischen und die biologischen Eltern, die sind umfasst. Das Bundesverfassungsgericht spricht ja immer davon, dass diejenigen, die dem Kind das Leben gegeben haben, also die leiblichen Eltern, von Natur aus bereit und berufen sind, die elterliche Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen sind in erster Linie die leiblichen Eltern, ist gleich genetischer und biologischer Elternteil, umfasst. Aber das Bundesverfassungsgericht, so haben wir auch gesagt, umfasst auch den sozialen Elternteil, der nicht genetischer und biologischer Elternteil des Kindes ist. Der ist auch Elternteil oder im verfassungsrechtlichen Elternbegriff mit umfasst, wenn er in der einfachrechtlichen Elternposition ist, wenn ihm also die Elternschaft zugewiesen ist im Sinne eines umfassenden Verantwortungsverhältnisses. Also typisches Beispiel wäre der Kuckucksvater, ja, der sozusagen mit der Mutter verheiratet ist, aber und damit rechtlicher Vater eines Kindes, das von ihm nicht genetisch abstammt, ist. Der ist auch Elternteil im Sinne des Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 und der kann natürlich auch seine Elternrechte geltend machen. Nicht hingegen ist rechtlicher Elternteil der Stiefelternteil, also derjenige, der nicht in einer rechtlichen Verantwortungsbeziehung steht. So, Träger des Elternrechts hatten wir auch gesagt, das können immer nur zwei Eltern sein, das gilt das Zwei-Eltern-Prinzip und Träger des Elternrechts ist nur derjenige, der einfachrechtlich als Elternteil zugeordnet worden ist, also der nach 1591, 1592 Elternteil geworden ist oder derjenige, der nach 1754 Absatz 1 ein Kind adoptiert hat und Elternteil ist. Gut. Im Bundesverfassungsgericht haben wir hier nochmal diese Entscheidung zur Frage des Zwei-Eltern-Prinzips. Da hatten wir ja festgehalten, dass das Bundesverfassungsgericht eben ein Nebeneinander von mehreren Vätern und einer Mutter im Sinne einer Dreier-Elternschaft eben nicht vorsieht. Ja, das ist alles Wiederholung, ist nichts Neues. Also ein Nebeneinander von zwei Vätern, denen die volle, gleiche, grundrechtlich zugewiesene Elternverantwortung zukommt, das ist eben nicht im Sinne der elterlichen Verantwortung des Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 GG zugrunde gelegt. So das Bundesverfassungsgericht, aber was man natürlich machen könnte, Stichwort Pluralisierung von Elternschaft, Einzelausprägungen dieser umfassenden Elternverantwortung, zum Beispiel elterliche Sorgerechte, zuzuweisen. Also Sie sehen schon, worauf es hinausläuft, es gilt das Zwei-Eltern-Prinzip, aber sozusagen bei Pluralisierung von Elternschaft, die wir ja haben in vielen Fällen, bei vielen modernen Konstellationen, könnte man doch verfassungsrechtlich, zumindest ist es zulässig, eben auch mehr als zwei Personen in die elterliche Verantwortung nehmen, jetzt nicht im Sinne von abstammungsrechtlicher Zuordnung, sondern im Sinne von Sorgerechtszuweisungen, kleines Sorgerecht und so weiter und diese ganzen Dinge. So, schauen wir uns mal an, wie das weiter so ist mit der elterlichen Sorge. Da unten steht jetzt elterliche Sorge, da muss ich nochmal die Animation überarbeiten. Also vergessen Sie das Wort elterliche Sorge ganz unten, das kommt erst später. Ja. Also das Elternrecht hat besondere Bedeutung. Warum hat es besondere Bedeutung? Ganz einfach deswegen, weil wir eben
einen besonderen Schutz verankert haben im Grundgesetz des Sorgerechts. Und wenn Sie reinschauen in Artikel 6 Absatz 3, dann ist eben das Elternrecht geschützt. Also die Eltern, den Eltern darf man das Kind eben nicht einfach so entziehen. Und sogar das Strafrecht greift hier ein, indem es denjenigen, der einen Minderjährigen dem Sorgeberechtigten entzieht, nach 235 StGB bestraft. Das heißt, das Elternrecht im Sinne der Ausübung von Elternverantwortung hat immense Bedeutung in der Rechtsordnung. Es wird sozusagen nicht nur verfassungsrechtlich geschützt, sondern es wird auch noch strafrechtlich abgeschirmt vor Eingriffen in Dritter. Ja. Gut, das Elternrecht, haben wir gesagt, ist kein eigennütziges Recht der Eltern, sondern ein fremdnütziges Recht. Das heißt, die Fremdbestimmung steht durch die Eltern, steht der Autonomie des Kindes gegenüber. Ja, man muss sich jetzt also immer überlegen, elterliche Sorgerechte, wie weit reichen die denn, ja, wenn sie denn tatsächlich fremdnütziges Recht sind, also dem Kind dienen sollen. Wie weit reichen dann die elterlichen Sorgerechte? Was dürfen die Eltern alles entscheiden? Wenn Sie jetzt mal einfach an sich selbst denken und Ihre Erfahrung mit Ihren Eltern, wie weit darf sozusagen oder ist es Ihnen genehm als autonomes Individuum, das natürlich seine eigenen Freiheitsrechte geltend machen kann, inwieweit ist es Ihnen genehm, dass Sie fremdbestimmt sind, nämlich durch Ihre Eltern bestimmt sind. Und da wird man sagen können, mein Gott, als Sie gerade auf die Welt gekommen sind, war es Ihnen wahrscheinlich wurscht, inwieweit Sie fremdbestimmt worden wurden, also ob Sie im Kinderwagen hin und her kutschiert wurden oder ob Sie daheim im Bettchen lagen, das war Ihnen wahrscheinlich egal. Hauptsache, jemand hat Ihre Grundbedürfnisse, Nahrung, Wickeln, Wärme und so weiter erfüllt. Ja? Aber später dann wird das vielleicht anders aussehen. Wenn Sie zurückdenken an Ihren 17. Geburtstag, da werden Sie sich selber wahrscheinlich ausgedacht haben, wie Sie den feiern wollen. Da haben nicht die Eltern einfach bestimmt, wie das zu laufen hat. Ja, das wäre Ihnen sozusagen übel aufgestoßen. Ja? Und jetzt geht es natürlich umso deutlicher. Ja? Jetzt sind Sie volljährig. Jetzt wollen Sie natürlich selbst bestimmen, autonom entscheiden, wie Sie Ihr Leben gestalten. Und da ist sozusagen die Bestimmung durch die Eltern eigentlich nichts, was Sie gerne auf der Tagesordnung stehen haben. Das heißt, die elterliche Sorge, so wie sie verankert ist in Artikel 6 Absatz 2 Satz 1, ist sozusagen aufgrund ihrer Fremdbestimmtheit immer in dem Spannungsverhältnis oder also Fremdnützigkeit ist immer in dem Spannungsverhältnis Autonomie des Kindes und Fremdbestimmung durch die Eltern zu sehen. Und jetzt wird man sozusagen sagen können, dass dieses Elternrecht, das elterliche Sorgerecht, ja, dass das graduell abnimmt mit der Selbstverantwortung und der Selbstverantwortungsfähigkeit des Kindes. Das heißt, wenn Sie jetzt hier die Grafik anschauen, ja, ist es nicht wahnsinnig schwer zu verstehen. Ja, der blaue Pfeil mit T, das ist die Zeitachse. Das heißt, je älter das Kind wird, je eigenverantwortlicher das Kind auch selber entscheiden kann, welche Folgen seine Handlungen haben, desto eher wird es auch selbstbestimmt irgendwelche Entscheidungen treffen können. Und desto weniger Einfluss hat sozusagen die rote Linie, nämlich das elterliche Sorgerecht. Das heißt, Sie werden am Anfang zur Geburt des Kindes, wenn das Kind sehr, sehr jung ist, vielleicht noch ein Baby, werden Sie sehr großen Einfluss des elterlichen Sorgerechts haben, also sehr viel Fremdbestimmung, die aber immer mehr abnimmt, graduell, und sich sozusagen wandelt in eine Selbstverantwortung des Kindes. Das heißt, je älter das Kind wird, desto mehr Selbstverantwortung, Autonomie ist ihm auch zu gewähren. Desto stärker schmilzt das Elternrecht auch ab. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob das hier Männlein und Weiblein sind auf der Elternseite oder zwei Frauen oder zwei Männer, das ist völlig egal, oder vielleicht sogar zwei diverse Personen. Das ist bei allen so. Ja? Alle Elternpersonen haben sozusagen im Zeitpunkt des Entstehens des Kindes, wenn es noch sehr klein ist, sich nicht selbst versorgen kann und noch nicht selbst seine Verantwortung eigenverantwortlich handeln kann, haben sie sehr intensive elterliche Sorgerechte und auch Pflichten natürlich. Und diese schmelzen immer mehr ab. Ja? Wenn Sie sich zum Beispiel erinnern an die zivilrechtliche Haftung, ja, was Sie im Schuldrecht 2 gemacht haben, ja, schauen Sie mal nochmal rein in den 832 BGB. 832 BGB ist die Haftung des Aufsichtspflichtigen. Ja.
Dort heißt es, wer Kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustands der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Ja, da haftet der Aufsichtspflichtige, ist gleich der Elternteil, für sein Kind oder für den Schaden, den das Kind verursacht hat, weil er seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Es gibt dann die Exkulpationsmöglichkeit natürlich, selbstverständlich, dass die Aufsichtspflicht berücksichtigt worden ist oder gewahrt worden ist und es trotzdem zur Schädigung kam. Aber grundsätzlich haften die Eltern als Aufsichtspflichtige für den Schaden, den das Kind herbeiführt. Das heißt, jetzt ist in diesem Verhältnis, da strahlt sozusagen diese elterliche Sorgepflicht mit rein. Ja? Da wird dann natürlich ganz stark hinterfragt werden, was müssen denn die Eltern überhaupt alles leisten? Was gehört denn zur elterlichen Sorgepflicht? Und nicht nur die elterlichen Sorgerechte schmelzen mit zunehmender Eigenverantwortung des Kindes ab, sondern auch die elterlichen Sorgepflichten. Denn je mehr Selbstverantwortung das Kind übernehmen kann, desto weniger müssen die Eltern kontrollieren und können dem Kind eigenständig überlassen. Also wenn sie sich zum Beispiel an die entsprechenden Tauschbörsenentscheidungen des BGH erinnern, da ist es dann so, dass es ausreicht, dass man einem 14-jährigen Kind beispielsweise erklärt, dass so eine illegale Tauschbörse nicht in Ordnung ist und dass das Kind nicht daran teilnehmen darf und dort Musik illegal kopieren darf. Das reicht völlig aus. Erst dann, wenn weitere Anhaltspunkte vorliegen, müssen die Eltern kontrollieren. Ja, die elterliche Sorgepflicht ist nicht so, dass sie jedem Schritt im Internet, jedem Klick auf die Maus des Kindes folgen müssen. Ja, das heißt, je eigenverantwortlicher das Kind wird, desto schwächer werden auch die Sorgepflichten der Eltern oder wandeln sich in gewisser Richtung. Okay, das heißt, Sie merken sich, grundsätzlich ist das Elternrecht mit Verfassungsrang ausgestaltet. Es ist verankert in Artikel 6 Absatz 2 Satz 1. Nicht nur sozusagen die Abstammung, sondern auch die elterliche Sorge ist davon umfasst. Es gibt maximal zwei Elternteile, die vollen Sorgerechte haben und Abstammungsrechte automatisch aufgrund der Abstammung. Und sozusagen die Sorgerechte beinhalten nicht nur Sorgerechte der Eltern, sondern auch Sorgepflichten. Und die elterliche Sorge ist eben ein fremdnütziges Recht, was dem Kind dient. Gut, darüber hinaus betont das Bundesverfassungsgericht immer wieder, dass die elterlichen Sorgerechte am Kindeswohl zu orientieren sind. Hier habe ich mal einen Auszug aus einer Verfassungsgerichtsentscheidung von 82. Hier heißt es, Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz garantiert den Eltern das Recht auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Die Erziehung des Kindes ist damit primär in die Verantwortung der Eltern gelegt, wobei dieses natürliche Recht den Eltern nicht vom Staate verliehen worden ist, sondern von diesem als vorgegebenes Recht anerkannt wird. Das ist das, was wir auch im Abstammungsrecht schon besprochen haben, dass sozusagen das Elternrecht als natürliches Recht von der Verfassung vorausgesetzt wird. Institutsgarantie. Die Eltern können grundsätzlich frei von staatlichen Einflüssen und Eingriffen nach eigenen Vorstellungen darüber entscheiden, wie sie die Pflege und Erziehung ihrer Kinder gestalten und damit ihrer Elternverantwortung gerecht werden. Das Elternrecht unterscheidet sich von den anderen Freiheitsrechten des Grundrechtskatalogs wesentlich dadurch, dass es keine Freiheit im Sinne einer Selbstbestimmung der Eltern, sondern zum Schutze des Kindes gewährt. Also das ist diese Fremdnützigkeit dieses Elternrechts. Es beruht auf dem Gedanken, dass in aller Regel Eltern das Wohl des Kindes mehr am Herzen liegt als irgendeiner anderen Person oder Institution. Da könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum weist man jetzt das Elternrecht nicht dem Staat zu als staatliches Erziehungsrecht? Ja. Und das ist genau die Aussage des Bundesverfassungsgerichts, die sozusagen den Geist dieses Elternrechts, den verfassungsrechtlichen Geist dieses Elternrechts ausmacht. Ausgangspunkt ist die Vorstellung, dass die Eltern eben selbstbestimmt sich schon um ihr Kind am besten kümmern werden, als es irgendjemand Drittes machen wird. Und so ist es ja auch in aller Regel, nicht immer und in vielen Fällen auch nicht, aber sozusagen der Regelfall, der ist doch so, dass die Eltern, die sich sozusagen ein Kind wünschen, das auch bekommen, das Kind auch in der Regel versorgen werden. Und nicht so sehr der Staat in erster Linie derjenige ist, der das Kind besser versorgen kann als die Eltern. Und das haben wir auch im abstammungsrechtlichen Bereich schon gesehen, wie sehr auch die Prägung der genetischen Eltern oder der biologischen Geburtsmutter eben auf das Kind schon im frühen Stadium ist.
So, es heißt hier weiter in der Entscheidung, das Elternrecht ist ein Freiheitsrecht im Verhältnis zum Staat, der in das Entziehungsrecht der Eltern grundsätzlich nur eingreifen darf, wenn das dem Staat nach Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 zukommende Wächteramt dies gebietet. In der Beziehung zum Kind muss das Kindeswohl die oberste Richtschnur der elterlichen Pflege und Erziehung sein. Das heißt, Kindeswohl ist sozusagen vorrangig auch zu berücksichtigen als oberste Richtschnur der elterlichen Pflege und Erziehung. So, das heißt, das sind die verfassungsrechtlichen Vorgaben auch für unser elterliches Sorgerecht, das wir einfach rechtlich natürlich ausgestalten müssen. Also müssen wir uns immer überlegen, ist das einfache Recht, entspricht das sozusagen diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben? Gut, das einfachrechtlich finden wir das elterliche Sorgerecht in 1626, das wissen Sie, ja, 1626 Absatz 1 Satz 1 sagt uns, die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen, elterliche Sorge, und das umfasst Satz 2 die Personensorge und die Vermögenssorge. Ja, das ist sozusagen drin, dann ist des Weiteren drin Absatz 3. Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Das heißt, auch ein Umgangsrecht des Kindes mit beiden Elternteilen entspricht dem elterlichen Sorgerecht. Und so sehen Sie auch ganz deutlich, wie sozusagen auch das einfache Recht sich an diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben orientiert. Das Kindeswohl ist die oberste Richtschnur. Darüber hinaus ist auch der Umgang mit beiden Eltern, sprich den Personen, die dem Kind das Leben gegeben haben, wichtig und gehört eben entsprechend dazu. Dann können wir noch auf den 1631a einmal kurz blicken, betrifft die Ausbildung des Kindes. 1631a, Ausbildung Beruf. In Angelegenheiten der Ausbildung des Berufs nehmen die Eltern insbesondere auf die Eignung und Neigung des Kindes Rücksicht. Ja, da ist zum Beispiel dann auch wieder hingewiesen darauf, dass eben entsprechend das Kindeswohl sozusagen die Orientierungslinie bietet. So, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie ist dieses Kindeswohl überhaupt zu begreifen? Ja, ist ein schillernder Begriff natürlich, der so ein bisschen als unbestimmter Rechtsbegriff natürlich schwammig ist und irgendwie der Konkretisierung bedarf. Sonst kann man mit dem Kindeswohl per se ja mal nicht arbeiten. Ja, wenn man sagt, okay, Kindeswohl, ja, kann ich mir viele Dinge vorstellen, die dem Kind dienlich sind, aber ob das dann immer der Fall ist und wo der Maßstab ist, wo die Grenze ist, was nicht mehr Kindeswohl dienlich ist oder wo die Eltern sozusagen autonom entscheiden können, das ist die Frage. Und der Paragraph 1 SGB 8, der formuliert entsprechend etwas, was sozusagen der Kern des Kindeswohls auch ist. Das heißt, jeder Mensch, jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung, auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Das ist sozusagen der Kerngehalt, auf was sozusagen das Kindeswohl, die Kindeswohlorientierung mit Blick auf das elterliche Erziehungsrecht hinzielt. So, und jetzt die Frage, eigenverantwortliche, gemeinschaftsfähige Persönlichkeit, wie konkretisiere ich das denn nun weiter? Ja, da ist ja auch noch viel Schwammiges mit drin. Und jetzt könnte man sozusagen mal vom Maßstab rangehen an die Sache und sich überlegen, wie ist das denn mit dem Kindeswohl? Was muss ich denn als Elternteil beispielsweise leisten oder als Staat auch überwachen, sicherstellen? Sozusagen ist erforderlich von der Kindeswohlorientierung, um diesen jungen Mensch, das Kind, dann zu einem eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Subjekt zu machen. Und da gibt es natürlich zwei Extremlinien, den Maximalstandard und den Minimalstandard. Ja, Maximalstandard heißt halt höhere Anforderungen als der Minimalstandard. Minimalstandard heißt halt, ein gewisser Mindeststandard muss übersprungen werden und dann ist sozusagen gut. Alles, was darüber hinausgeht, ist Sache der Eltern. Und hier ist die Frage, woran orientiere ich mich? Ist sozusagen das Kindeswohl, erfordert das Kindeswohl beispielsweise, dass die Eltern die beste Schule auswählen, die teuersten Utensilien für das Kind kaufen? Erfordert sozusagen das Kindeswohl, dass das Kind zum besten Gitarrenlehrer geht, kindliche Früherziehung kriegt? Erfordert das Kindeswohl, dass es beispielsweise schon im Kindergarten mit Englischunterricht anfängt und so weiter? Kann man sozusagen überlegen, ob das der Standard sein soll. Man könnte aber auch sagen, was orientiert man sich nicht eher am Mindeststandard? Das heißt, dass gewisse Mindesterfordernisse, gesundheitsrechtliche Aspekte, gesundheitliche Aspekte gewahrt sind, dass das Kind zwingend ein Recht auf Bildung hat, auch Autonomie entsprechend leben kann, dass es eben keine Arbeit auferlegt bekommt, also nicht verkauft wird oder nicht sozusagen in irgendein Arbeitsverhältnis gesteckt wird als Kind, und sondern
das auch diese Phase des Heranwachsens erleben kann. Und da muss man sich jetzt letztlich einmal die Grundordnung anschauen, die wir im deutschen Recht haben. Unser deutsches Rechtssystem ist grundsätzlich freiheitlich aufgebaut. Das heißt, im Grundsatz ist alles gestattet, jede Entscheidung gestattet, außer diese Handlung oder diese Art und Weise der Betätigung muss beschränkt werden aufgrund anderen kollidierenden Verfassungsrechts oder sonstiger Rechte. Also wir brauchen immer für eine Beschränkung der Freiheit brauchen wir immer eine Rechtfertigung. Jetzt kann man sagen, gut, Minimalstandard, den können wir auf jeden Fall als Beschränkung rechtfertigen. Wenn wir sagen, das Freiheitsrecht der Eltern selbst zu entscheiden, wie es das Bundesverfassungsgericht sagt, was sie zum Schutz des Kindes vornehmen wollen, was sie tun wollen und so weiter und so fort, das ist das Freiheitsrecht der Eltern. Ihnen ist sozusagen in der Regel mal das Wohl des Kindes am ehesten naheliegend, als das bei irgendeiner anderen Person der Fall sein wird. Also ist es ein Freiheitsrecht der Eltern und wenn wir dieses Freiheitsrecht der Eltern beschränken, dann brauchen wir einen Rechtfertigungsgrund und das wäre sozusagen der Minimalstandard, dass das Kind sozusagen hinreichend Bildungschancen erlebt, Stichwort Schulpflicht, dass das Kind hinreichend medizinische Versorgung hat, dass es eben seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und so weiter. Also diesen Minimalstandard, den man gewährleisten muss. Das kann man auf jeden Fall rechtfertigen. Jetzt ist die Frage, kann ich einem Elternteil von dieser Konzeption unserer Grundordnung auch kann ich dem von dem abverlangen, dass er auch die Anstrengungen unternimmt, das Kind immer auf die beste Schule, die bestmögliche Ausbildung, das Bestmögliche und so weiter zu ermöglichen. Und hier wird man doch sagen können, was bestmöglich für das Kind ist. Ja? Wer soll denn das entscheiden? Das kann doch in erster Linie derjenige entscheiden, der die elterliche Sorge sowieso ausübt. Also der Elternteil, der das Kind am besten kennt, der wird sozusagen auch entscheiden können, was ist denn sozusagen für mein Kind das Beste. Und nicht der Staat, der vielleicht gewisse Mindeststandards setzen muss, aber darüber hinaus die freiheitliche Ausübung den Privatrechtssubjekten, den Subjekten, den Rechtssubjekten überlässt, die ihre Freiheit auch selbst wahrnehmen können. Das heißt, so einen Maximalstandard zu fordern, das würde per se einmal gegen unsere freiheitliche Grundordnung generell verstoßen, weil es ja jedem Individuum vorgeben würde, wie es zu leben hat. Und das wollen wir natürlich in unserer freiheitlichen Grundordnung nicht haben, sondern wir wollen ja gerade Freiheit haben, das heißt Autonomie, Selbstbestimmung. Das heißt, die Eltern können über diesen gewährleisteten Minimalstandard frei entscheiden, wie sie sozusagen ihre Erziehung und die Pflege des Kindes ausrichten wollen. Ob sie das Kind in ein Internat schicken, ob sie das Kind auf eine besonders teure, tolle Schule schicken wollen oder nicht. Ja, das können die Eltern entscheiden, solange der Mindeststandard, der Minimalstandard gewährleistet ist. Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen und uns fragen, Orientierung am Kindeswohl, was ist denn, was wird denn von den Eltern verlangt oder was muss zwingend von ihnen verlangt werden? Dann ist zwingend von ihnen verlangt, dass sie diesen Minimalstandard einhalten. Das heißt, dass auf jeden Fall die Grundbedürfnisse des Kindes gesichert sind. Gut. Schauen wir nochmal auf die Zuweisung der elterlichen Sorge, nachdem wir jetzt sozusagen die verfassungsrechtlichen Grundlagen uns angesehen haben. Wie läuft das ab mit der Zuweisung der elterlichen Sorge? Wer ist denn Träger der elterlichen Sorge? Und wenn wir jetzt reinschauen in den 1626, den wir ja gerade schon gesehen haben, dann steht da eigentlich nur der saloppe Satz, die Eltern haben die Pflicht und das Recht für das minderjährige Kind zu sorgen. Elterliche Sorge. Das heißt, der 1626 Absatz 1, der weist per se einmal den rechtlichen Eltern, diejenigen, die Eltern nach 1591 fortfolgende oder 1754 BGB geworden sind, denen weist er das elterliche Sorgerecht zu. Die haben das einfach. Ja? Das heißt, die elterliche Sorge ist per se mal geknüpft an den Elternstatus. Ja? Das sagt uns der Grundsatz des 1626.1. Daraus folgt letztlich, Pflegeeltern, Stiefeltern sind keine Träger der elterlichen Sorge in diesem Sinne, weil sie nicht Elternteil rechtlich gesehen im Sinne des 1591 oder des 1794 BGB sind. Ja. Das haben wir sozusagen im Abstammungsrechtsteil die Grundlagen gemacht. Hier ist sozusagen die Folgewirkung aus diesem Eltern-Kind-Verhältnis. Elterliche Sorge besteht grundsätzlich bei den rechtlichen Eltern. So, das heißt,
wenn wir Eltern haben, also rechtlich, wenn ein Kind zwei rechtliche Eltern hat, dann ist diesen Eltern gemeinschaftlich grundsätzlich die elterliche Sorge zugewiesen. Und das ist auch das Leitbild des Gesetzes, das Leitbild, das wir im deutschen BGB für die elterliche Sorge haben, das Leitbild gemeinsamer Sorgetragung. Also wenn es Eltern gibt, dann tragen die Eltern auch gemeinschaftlich die elterliche Sorge. Das finden wir in 1626 Absatz 1 so drin. Es gibt davon eine Ausnahme und die Ausnahme ist nicht ganz unbedeutend, denn wenn wir Eltern haben, die nicht miteinander verheiratet sind, dann müssen wir die elterliche Sorge, um eine gemeinsame Sorgetragung zu ermöglichen, erst einmal zuweisen. Das heißt, wenn wir verheiratete Eltern haben, ergibt sich die elterliche Sorge, die gemeinschaftliche elterliche Sorge automatisch aus dem Gesetz. Wenn wir aber nicht verheiratete Eltern haben, und da haben wir ja auch sehr viele, wenn Sie sich zurückerinnern an die Einheit, wo wir uns sozusagen den familialen Wandel angeschaut haben, da haben wir gesehen, dass sehr viele unverheiratete Paare auch Kinder kriegen, die heiraten zwar später, aber im Zeitpunkt der Geburt des Kindes sind sie unverheiratet und da muss sozusagen, greift dieses Prinzip zwar, Leitbild der gemeinsamen Sorgetragung, aber da muss erstmal eine Zuweisung der elterlichen Sorge erfolgen und da haben wir den 1626a und wenn Sie da mal reinschauen, 1626a sagt uns, sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so steht ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zu. Erstens, wenn sie erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Also es bedarf dann bei nicht verheirateten Eltern einer Sorgeerklärung nach 1626a Absatz 1 Nummer 1. Oder zweitens, wenn sie einander heiraten, ja, das geht natürlich auch. Oder drittens, wenn die elterliche Sorge, sozusagen die gemeinschaftliche Sorge durch das Familiengericht übertragen worden ist und diese Übertragung dem Kindeswohl nicht widerspricht. Das ist die Nummer 3. So, und da ist jetzt die Frage, wie ist denn das? Ja, wie kommt denn das zustande? Ja, jetzt können Sie sich natürlich den Sachverhalt vorstellen, alles harmonisch, ja, nicht verheiratetes Paar kriegt ein Kind und sagt dann, okay, wir wollen die gemeinsame Sorge haben. Also geben wir eine Sorgeerklärung ab. Alles in Butter, gemeinschaftliche Sorge, kein Problem. Jetzt kann es aber auch diesen Sachverhalt geben und der kommt gar nicht so selten vor. Nicht verheiratetes Paar kriegt ein Kind, zerstreitet sich, trennt sich und die Mutter möchte dann verhindern, die Mutter ist ja automatisch Trägerin der elterlichen Sorge dann, wenn das Kind zur Welt kommt und sie möchte verhindern, dass ihr Partner oder ihr Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin vielleicht auch die elterliche Sorge erhält. Ja? Und jetzt die Frage, okay, wie machen die das? Ja, jetzt kann man überlegen, ja, dann geben sie halt keine Sorgeerklärung ab. Ja, sie müssen ja bei der Sorgeerklärung nach Absatz 1 müssen eben die Eltern beide erklären, die elterliche Sorge gemeinschaftlich übernehmen zu wollen. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, und die auch nicht heiraten, weil das die Frau auch, die Mutter auch nicht möchte, dann bleibt lediglich nur noch für die gemeinschaftliche elterliche Sorge die Nummer 3. Und da muss der Elternteil, der eben nicht sorgeberechtigt ist, automatisch, also mit der Mutter nicht verheiratet ist, der muss einen Antrag beim Familiengericht stellen auf Zuweisung, auf Übertragung der gemeinschaftlichen Sorge. Denn wenn er das nicht macht, dann greift nämlich der 1626a Absatz 3, im Übrigen hat die Mutter die Alleinsorge. Ja? Das heißt, gemeinsame Sorge bei nicht verheirateten Paaren gibt es, wenn Streit entsteht, nur dann, wenn das Familiengericht die gemeinschaftliche Sorge zuweist. Und hier ist Voraussetzung des Tatbestandes 1626a da, Absatz 2, dass es eben die Übertragung der gemeinschaftlichen Sorge eben dem Kindeswohl nicht widerspricht. Das ist eine negative Formulierung. Ja, das heißt, es darf dem Kindeswohl nicht widersprechen. Es wird erstmal vermutet, dass die gemeinschaftliche Sorge, gesetzgeberisches Leitbild, gut ist für das Kind und es muss nachgewiesen werden, dass diese gemeinschaftliche Sorge eben dem Kindeswohl entgegensteht. Nur dann ist sozusagen die Übertragung der gemeinschaftlichen Sorge nicht möglich. Negative Kindeswohlprüfung, das heißt, derjenige, der sich auf die Kindeswohlwidrigkeit der Übertragung der gemeinschaftlichen Sorge beruft, der muss das auch nachweisen.
grundsätzlich zumindest darlegen. Grundsätzlich ist es so, dass auch gegen den Willen der Mutter damit diese gemeinschaftliche Sorge zugewiesen werden kann. Es gibt dann natürlich in gewisser Weise die Frage, wie ist das sozusagen dann mit der Kindeswohldienlichkeit, wenn die Eltern jetzt sozusagen spinnefeind sind und die Mutter das nicht will. Ja, der bloße fehlende Konsens der Mutter zur Übertragung der gemeinschaftlichen Sorge kann aber sozusagen nicht die Kindeswohlgefährdung oder die fehlende Kindeswohldienlichkeit darlegen, sonst könnte man die Norm gleich streichen, mangels praktischen Anwendungsbereichs. Es muss schon mehr dazu kommen. Das heißt, wenn die Eltern überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren, dann wäre Kindeswohldienlichkeit zu verneinen. Aber hier ist grundsätzlich so, also auch gegen den Willen der Eltern kann man sozusagen das durchsetzen. Zum alten Recht, das also vor dem der Einführung des Nummer 3 Absatz und des Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 galt, gibt es zwei Entscheidungen, eine vom EGMR in der Sache Zauniger gegen Deutschland, dann gibt es noch eine korrespondierende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die eben zur Konventions- und Verfassungswidrigkeit des alten Rechts eben entschieden haben, bevor es eben diese Möglichkeit gab. Da musste die Mutter immer zustimmen und da konnte sozusagen der Vater kategorisch rausgehalten werden, was natürlich dem Interesse des Vaters an Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlich geschützten Elternrechte nicht entsprach. Gut, Sie merken sich aber vom Grundkonzept her, das deutsche Recht der elterlichen Sorge geht grundsätzlich davon aus, dass wir eine gemeinschaftliche Sorgetragung haben, und zwar beider Eltern. Und das versucht das deutsche Recht umzusetzen, indem es automatisch bei verheirateten Eltern die elterliche Sorge zuweist, aber bei nicht verheirateten Eltern eben erfordert es eben diese Sorgeerklärung, eine nachgehende Eheschließung oder dann einen Antrag beim Familiengericht. Und der 1626a Absatz 1, der ist in gewisser Weise natürlich in Kritik, weil wir natürlich immer das Erfordernis eines weiteren Schritthabens, um diese Elternrechte sicherzustellen und die elterliche Sorgerechte sicherzustellen. Und das ist natürlich Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Beteiligten auch wissen, dass sie das machen müssen. Das ist jetzt prinzipiell in der Praxis kein Problem. Denn bei nicht verheirateten Eltern ist es so, dass der Mitelternteil ja auch erstmal in die Elternposition kommen muss. Das heißt, der gibt eine Vaterschaftsanerkennung meistens beim Jugendamt ab und da kann er auch gleichzeitig die Sorgeerklärung abgeben. Ja, das wird Hand in Hand gemacht. Aber nicht immer ist es so. Ja, nicht immer ist es so tatsächlich, dass das so gemacht wird. Darüber hinaus geht es schon gar nicht bei gleichgeschlechtlichen Paaren, weil gleichgeschlechtliche Paare natürlich nicht automatisch oder durch Elternschaftsanerkennung in die Elternposition kommen können. Da ist dann eine Adoption erforderlich und so weiter und so fort. Das sind also alles Kritikpunkte auch am Recht der elterlichen Sorge, die hier bestehen. Auch ist es natürlich kritikwürdig, dass eben nicht automatisch die elterliche Sorge bei nicht-ehelichen Lebenspartnern sozusagen eintritt mit Geburt des Kindes, wenn die Elternschaft feststeht, sondern dass wir immer eine Sorgeerklärung brauchen. Das schwächt natürlich die rechtliche Position des Vaters oder der Mitmutter in diesem Falle. Mitmutter ist ja sowieso sehr schwach ausgestaltet, aber das schwächt natürlich die Position des Partners, weil das eben abhängig davon ist dann, dass das Familiengericht entsprechend einen Antrag auch befürwortet. Gut, also Leitbild, gemeinschaftliche Sorge der Eltern, im Übrigen aber Alleinsorge der Mutter. Also wenn wir keine Sorgeerklärung, Eheschließung oder Übertragungsantrag der gemeinschaftlichen Sorge durch das Familiengericht haben. Das heißt, residual verantwortlich ist immer die Mutter. Die Mutter hat letztlich, wenn es keinen weiteren Elternteil gibt, der die Sorge übernimmt, weil ein Antrag auf Übertragung der gemeinschaftlichen Sorge gestellt worden ist beispielsweise, dann hat sie die Alleinsorge. Ja, kann man sich natürlich auch darüber Gedanken machen, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Im Abstammungsrecht haben wir gesagt, bei der fehlenden Anfechtbarkeit der Mutterrolle spricht viel dafür, weil die Mutter erstens einen Anker darstellt bei der Beziehung, der Eltern-Kind-Beziehung, Herstellung der Eltern-Kind-Beziehung, die Geburts
Eigenschaft, die Geburtsmutterschaft ist leicht feststellbar vom Staat. Das heißt, man kann ziemlich rechtssicher das Kind der Mutter zuordnen. Und aufgrund dieser Sicherheitswirkung, Ankerwirkung der Mutter letztlich, aufgrund dieser Verfestigung dieser Beziehung, macht es natürlich auch Sinn, die elterliche Sorge daran anzuknüpfen. Und wenn wir keinen weiteren Elternteil haben, der die Mitsorge oder gemeinsame Sorge übernehmen würde, dann macht es auch Sinn, der Mutter die Alleinsorge zuzuweisen. Gut, kommen wir zu zwei Entscheidungen des einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und einer Entscheidung des BGH zu gerade diesem 1626a Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 zur Frage, wann sozusagen möglicherweise eine Kindeswohldienlichkeit zu verneinen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat hier schon festgestellt 2003, dass die gemeinsame Ausübung der elterlichen Sorge grundsätzlich eine tragfähige soziale Beziehung zwischen den Eltern voraussetzt, also ein Mindestmaß an Übereinstimmung zwischen ihnen und diese gemeinschaftliche Sorge muss sich eben am Kindeswohl ausrichten. Das ist sozusagen das, was das Verfassungsgericht vorschreibt, und der BGH konkretisiert das Ganze. Das Vorliegen eines Elternkonflikts oder die Ablehnung der gemeinschaftlichen elterlichen Sorge durch die Mutter sprechen für sich genommen allerdings noch nicht gegen die gemeinsame Sorge. Allein die Verweigerungshaltung eines Elternteils ist kein entscheidender Gesichtspunkt dafür, dass die Beibehaltung oder Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge dem Kindeswohl entspricht. Es gehört zur Normalität im Eltern-Kind-Verhältnis, dass sich in Einzelfragen die für das Kind beste Lösung erst aus Kontroversen herausbildet. Verhandlungshaushalt nennt man das heute modern. Die gemeinsame Ausübung der Elternverantwortung setzt allerdings ein Mindestmaß an Übereinstimmung in wesentlichen Bereichen der elterlichen Sorge und insgesamt eine tragfähige soziale Beziehung zwischen den Eltern voraus. Die gemeinsame elterliche Sorge ist daher nicht anzuordnen, wenn eine schwerwiegende und nachhaltige Störung auf der Kommunikationsebene der Eltern vorliegt, die befürchten lässt, dass die Eltern eine gemeinsame Entscheidungsfindung nicht möglich sein wird und das Kind folglich erheblich belastet würde, würde man die Eltern zwingen, die Sorge gemeinsam zu tragen. Und weiter geht es in der Entscheidung noch. Schauen wir auf den unteren Teil. Die Kommunikation der Eltern ist bereits dann schwer und nachhaltig gestört, wenn sie zwar miteinander in Kontakt treten, hierbei aber regelmäßig nicht in der Lage sind, sich in der gebotenen Weise sachlich über die Belange des Kindes auszutauschen und auf diesem Wege zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen. Das heißt, Sie sehen hier ganz deutlich, auf was es ankommt, hier bei der Kindeswohldienlichkeit der gemeinschaftlichen elterlichen Sorge, wenn die Eltern also überhaupt nicht mehr miteinander sprechen, ja, also entweder Funkstille ist, die sich nicht absprechen, dann können sie auch nicht gemeinschaftlich die elterliche Sorge ausüben, weil es dann einfach praktisch unmöglich ist, gewisse wesentliche Grundentscheidungen zu treffen. Beispielsweise, wenn jetzt die Einschulung des Kindes ansteht, so wie bei meinem Sohn Johannes jetzt im Herbst, dann stellen sich dann Fragen, welche Klasse soll der gehen, dann gibt es gewisse Schulmodelle, Gesamtschule, Grundschule, was der Geier was, ja? Gymnasium, Realschule oder wo soll das Kind hingehen. Und diese Entscheidungen, die sind natürlich wesentlich für das Kind, weil sie weitreichende Weichenstellungen für die weitere Entwicklung und die Berufs- und Bildungschancen des Kindes beinhalten. Und wenn die Eltern darüber keine Entscheidung treffen können, weil sie einfach nicht miteinander kommunizieren oder die Kommunikation nachhaltig gestört ist, weil nicht inhaltlich auf Sachebene geredet wird, sondern man lediglich Nettigkeiten in Anführungszeichen von Beschimpfungen oder Anfeindungen austauscht, ja, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, aus Sicht des Kindes, Kindeswohldienlichkeit, den Eltern die gemeinschaftliche Sorge zu geben. Da macht es dann mehr Sinn, dem einen die Alleinentscheidung, die Alleinsorge zu übertragen oder sie zu belassen bei einem Elternteil, als sozusagen das Kind in diesen Konflikt hineinzustellen. Wir werden auch sehen, wie das dann wäre, wenn die Eltern zwar die gemeinschaftliche Sorge haben, aber sie beispielsweise nicht einigen können, was dann passiert. Ja, werden wir uns jetzt auch gleich anschauen. Nämlich bei der Ausübung der elterlichen Sorge. Also die elterliche Sorge, wie die zugewiesen wird, haben wir uns jetzt angeschaut. Grundsätzlich bei verheirateten Eltern automatisch gemeinschaftliche Sorge, bei nicht verheirateten Eltern gemeinschaftliche Sorge zwar im Grundsatz gewollt, aber erforderlich ist eine Sorgeerklärung oder eine automatische gemeinschaftliche Sorge durch nachgeburtliche Heirat oder durch Zuweisung durch das Familiengericht. So, jetzt die Frage, wie wird die elterliche Sorge ausgeübt? Und da schauen wir jetzt mal rein in den 1627, der die Ausübung der elterlichen Sorge betrifft.
Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben. Also da sehen wir schon wieder die Kindeswohldienlichkeit, Kindeswohl als Maßstab für die Ausübung der elterlichen Sorge und dann natürlich eigene Verantwortung jedes Elternteils, gegenseitiges Einvernehmen. Das heißt, die Eltern müssen, wenn sie gemeinschaftlich die Sorge tragen, auch miteinander kommunizieren. Satz 2 heißt, bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen. Das heißt, es gibt eine Pflicht der Eltern, zumindest Versuche zu unternehmen, eine Einigung über Streitfragen herbeizuführen. Jetzt kann es immer sein, dass ein Elternteil, wenn die Eltern gemeinschaftlich die Sorge ausüben sollen, verhindert ist. Ja? Zum Beispiel, weil die elterliche Sorge ruht oder der Elternteil verhindert ist, zum Beispiel, weil er im Krankenhaus ist. Dann ist es so, dann tritt der andere alleinig ein. 1678 sagt uns das, schauen wir den mal an. Folgen der tatsächlichen Verhinderung oder des Ruhens des anderen Elternteils ist ein Elternteil tatsächlich verhindert, die elterliche Sorge auszuüben oder ruht seine elterliche Sorge, so übt der andere Teil die elterliche Sorge allein aus. Dies gilt nicht, wenn die elterliche Sorge dem Elternteil nach 1626a Absatz 3 oder 1671 allein zustand. Das heißt, wenn jetzt ein Elternteil mal verhindert ist, Stichwort Krankenhaus, OP und so weiter, dann darf der andere sozusagen allein entscheiden. Muss also nicht warten, bis der Verwandte wieder aus dem Koma erwacht ist. Wie ist das bei Meinungsverschiedenheiten? Die Eltern müssen eine Einigung herbeiführen. Das heißt, 1627 sagt uns, die Eltern müssen sich einigen. Es gibt natürlich Konflikte, die über eine Einigung nicht gelöst werden können. Das schauen wir uns dann gleich an, wie wir das dann machen. Schauen wir uns Besonderheiten noch bei getrennt lebenden Eltern an. Es gibt ja vielfach Eltern, die nicht mehr zusammenleben in einem Hausstand, sondern sich getrennt haben, die vielleicht noch verheiratet sind, gemeinschaftliche Sorge innehaben. Das besteht auch fort bei Trennung der Eltern, aber die sozusagen nicht mehr in einem Haushalt leben. Und deswegen gibt es Besonderheiten natürlich in der Entscheidungsfindung, weil die natürlich nicht mehr so nah aufeinander sitzen und sich dann erst sozusagen in ein Einvernehmen setzen müssen. Die müssen erstmal kommunizieren. Also da kann nicht klar gesagt werden in der Früh, ja, was für Socken zieht er an, rosa oder blau, der Sohn. Ja, dann muss halt ein Elternteil entscheiden oder sie müssten erstmal telefonieren, je nachdem, was die Frage, welche Wichtigkeit die Frage der Socken gerade einnimmt. So, und da, wenn sozusagen die Eltern getrennt leben, da ist der Grundsatz so, dass die gemeinschaftliche Sorge beibehalten wird. Es ist nicht so, dass die gemeinschaftliche Sorge plötzlich endet. Es kann aber ein Antrag auf Übertragung der Alleinsorge gestellt werden. Schauen Sie mal rein in den 1671. Dort steht drin, Übertragung der Alleinsorge bei getrennt lebender Eltern. Leben die Eltern nicht nur vorübergehend getrennt und steht ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zu, so kann jeder Elternteil beantragen, dass ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt. Dem Antrag ist stattzugeben, soweit der andere Elternteil zustimmt, oder zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Das heißt, hier ist die Frage tatsächlich so, wenn die Eltern sich trennen, besteht zwar grundsätzlich die gemeinschaftliche Sorge fort, aber es kann die Alleinsorge übertragen werden auf Antrag. Und da ist eben sozusagen erforderlich, entweder dass derjenige, der sein Sorgerecht verlieren würde, dass der tatsächlich zustimmt oder dass dem Kind eben am besten gedient ist damit. Dann gibt es natürlich noch Situationen, die losgelöst sind von der Alleinsorge, wenn sie sozusagen, dann muss ja entschieden werden, wie ist das, wie wird jetzt entschieden hier bei getrennt lebenden Eltern und Ausübung der gemeinsamen Sorge, wie wird das dann gehandhabt? Und hier hilft der 1687 weiter, der sagt uns grundsätzlich, tägliche Angelegenheiten
also welcher Pullover, welche Socken werden angezogen und so weiter, die kann der Elternteil entscheiden, bei dem das Kind gerade ist, ja, also bei dem das gerade lebt. Ja. Kann es sein, dass die ein Wechselmodell haben, Hälfte der Woche beim einen, Hälfte der Woche beim anderen Elternteil oder eine Woche hier, eine Woche da. Dann kann jeweils derjenige entscheiden, der das Kind gerade betreut, was also angezogen wird und so weiter. Bei anderen Fragen, bei wichtigen Fragen, ja, bei, von erheblicher Bedeutung, da ist sozusagen, entscheidet der Elternteil, bei dem das Kind lebt, sozusagen, aber nicht sozusagen, nicht alleine, sondern in Einvernehmen mit dem anderen, also Residenzmodell, sozusagen in kleineren Angelegenheiten entscheidet der Elternteil, bei dem das Kind lebt. Sonst ist es sozusagen Einvernehmlichkeit. Das heißt, die gemeinschaftliche Sorge bleibt bestehen. Hier heißt es, leben die Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend getrennt, so ist bei Entscheidungen in Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, also Schulauswahl zum Beispiel, Umgangsverbote mit besten Freunden und so weiter, ist das entscheiden die eben mit dem also ist das gegenseitige Einvernehmen erforderlich. Da müssen dann beide Eltern sich ins Einvernehmen setzen. Der Elternteil, bei dem sich das Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich aufhält, Residenzmodell, hat die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens. Ja? Das ist aber jetzt sozusagen, das Residenzmodell sagt, das Kind bleibt bei einem Elternteil. Ja? Also Wechselmodell oder sowas oder anteilige Betreuungsmodelle sind da nicht umfasst von gesetzlichem Wortlaut. Entscheidungen in Angelegenheiten des täglichen Lebens sind in der Regel solche, die häufig vorkommen und keine schwer abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben, solange sich das Kind mit Einwilligung eines Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung bei dem anderen Elternteil aufhält, hat dieser die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten der täglichen Betreuung. Also, Sie sehen hier sehr deutlich, bei der gemeinschaftlichen Sorge ändert die Trennung der Eltern erstmal nichts daran, wie die gemeinschaftliche Sorge ausgeübt wird. Es sei denn, es wird ein Antrag auf Übertragung der Alleinsorge gestellt und dem wird stattgegeben. Aber ansonsten bleibt es bei der Einvernehmlichkeit, gemeinschaftliche Ausübung. Dann hat man aber in gewisser Weise ein praktisches Problem, weil die Eltern ja nicht mehr tatsächlich am selben Ort sind. Also muss irgendwie ja eine Regelung getroffen werden, wer denn jetzt entscheidet, welche Socken angezogen werden, welche Schule und so weiter besucht wird. Und da unterscheidet das Gesetz eben nach der Wichtigkeit, der Bedeutung der jeweiligen Frage der elterlichen Sorge und weist eben dann die Kompetenzen eben beiden Eltern, gemeinschaftliche Entscheidungen oder einem Elternteil zu. Gut. So, und jetzt kommen wir zu dem Fall, sowohl bei Meinungsverschiedenheiten zusammenlebender Eltern mit gemeinschaftlicher Sorge, als auch bei Meinungsverschiedenheiten bei getrennt lebenden Eltern. Was passiert, wenn die sich nicht einigen können, sich aber eigentlich einigen müssten nach 1627 Satz 2? Dann hilft uns letztlich nur noch der Richter. Ja? Da müssen wir dann sozusagen die Frage der Socken, in Anführungszeichen, oder die Frage der Schule, müssen wir dann über den Umweg des Familiengerichts klären lassen. Schauen Sie mal rein in 1628. BGB, können sich die Eltern in einer einzelnen Angelegenheit oder in einer bestimmten Art von Angelegenheiten der elterlichen Sorge, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, nicht einigen, so kann das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils die Entscheidung einem Elternteil übertragen. Die Übertragung kann mit der Beschränkung, mit Beschränkungen oder mit Auflagen verbunden werden. Das heißt, wenn die sich in einer Sache nicht einig sind, sich aber einigen müssten, ja, dann gibt es die Möglichkeit, die elterliche Sorge auf einen Elternteil zu übertragen durch das Familiengericht. Ja. Allerdings nur auf bei Sachen von erheblicher Bedeutung. Also das Beispiel mit den Socken war jetzt ein bisschen provokativ gewählt natürlich. Ja. Wenn die sich über die Socken nicht einigen können, ja, dann geht da nichts mit der Übertragung der elterlichen Sorge. Ja. Sonst würden ja alle nur noch zum Gericht rennen und die Gerichte überfluten mit solchen blödsinnigen Anträgen. Aber wenn es um die Frage geht, auf welche Schule geht das Kind, wo ist sein Aufenthalt zu bestimmen, ja, dann kann ein Gericht tatsächlich auf Antrag dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht oder die Schulwahl einem Elternteil übertragen. Das heißt, das Familiengericht entscheidet nicht in der Sache selbst, sondern das Familiengericht überträgt lediglich
diese Entscheidungsbefugnis auf einen Elternteil. Warum überträgt das Familiengericht lediglich und warum entscheidet das Familiengericht nicht selber? Also wenn die Eltern sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, ob Gesamtschule oder ganz normale Grundschule sinnvoll sind, warum entscheidet das Familiengericht dann nicht selber? Weil der Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz den Eltern vorrangig die elterlichen Entscheidungsbefugnisse zuweist und der Staat lediglich dann einspringen darf und entscheiden darf, wenn die Eltern nicht können. Hier ist es so, die Eltern können entscheiden, sie können sich auch nicht einigen. Das heißt, man weist als Staat, muss man sozusagen Entscheidungsmöglichkeit herbeiführen. Das heißt, einer Elternteil erhält letztlich die Entscheidungsbefugnis und kann dann auswählen. Und das orientiert sich eben entsprechend nach dem jeweiligen Kindeswohl und so weiter, vielen einzelnen Aspekten, auch insoweit, wo das Kind lebt, wo es eingebunden ist und so weiter und so fort. Und das da wird dann eben entsprechend übertragen. Gut, wir haben jetzt die elterliche Sorge begründet, zugewiesen, wir haben sie ausgeübt und jetzt wollen wir sie noch beenden. Jetzt schauen wir uns an, wie ist das mit der Beendigung der elterlichen Sorge, wann endet diese beispielsweise? Und hier sehen wir ja ganz deutlich in 1626 Absatz 1 die Beschränkung der elterlichen Sorge auf minderjährige Kinder. Ja? Das heißt, die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Die elterliche Sorge besteht also nur bei minderjährigen Kindern. Im Umkehrschluss lässt sich daraus ziehen, ab Volljährigkeit des Kindes, sprich Erreichen des 18. Lebensjahres, erlischt die elterliche Sorge. Sorgerechte, aber auch Sorgepflichten erlöschen mit Volljährigkeit des Kindes. Darüber hinaus erlischt natürlich die elterliche Sorge mit Tod des Kindes, weil es dann am Bezugspunkt fehlt. Es gibt kein Kind mehr, über das sozusagen pflegebedürftig wäre, das minderjährig wäre. Es fehlt sozusagen der Anknüpfungspunkt für das Sorgerecht, gibt es nicht mehr. Gleichzeitig, wenn der Sorgeberechtigte stirbt, geht die Sorgeberechtigung auch unter. Das heißt, das Recht des Elternteils, für das Kind zu sorgen und das Kind zu verpflegen, das ist nicht vererblich. Das geht also nicht auf die Erben über, die dann sozusagen die Sorgerechte ausüben. Schauen Sie mal rein in 1677 BGB. 1677 sagt uns Beendigung der Sorge durch Todeserklärung. Die elterliche Sorge eines Elternteils endet, wenn er für tot erklärt oder seine Todeszeit nach den Vorschriften des Verschollenheitsgesetzes festgestellt wird mit dem Zeitpunkt, der als Zeitpunkt des Todes gilt. Also nicht nur die Verschollenheit, Todeserklärung bei Verschollenheit, sondern auch der Tod an sich beendet die elterliche Sorge, weil natürlich auch der Rechtsträger, das Rechtssubjekt, das die elterliche Sorge ausübt, dann nicht mehr da ist. Gut, wie ist es jetzt, wenn wir eine gemeinschaftliche Sorge haben, aber nur ein Elternteil stirbt, ja, und der andere nicht? Wie ist es dann? Wächst ihm dann das Sorgerecht an? Wird er dann alleinsorgeberechtigt? Oder tritt dann vielleicht doch ein anderer noch ein? Oder darf der nur gemeinsam mit beispielsweise einem Ergänzungspfleger tätig werden? Macht natürlich keinen Sinn. Da sehen Sie im 1680 Absatz 1 die Regelung. Stand die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zu und ist ein Elternteil gestorben, so steht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu. Das heißt, da gibt es dann die Alleinsorge des überlebenden, des länger lebenden Elternteils. Wenn ein Alleinsorgeberechtigter stirbt, ja, kann es ja auch mal sein, dass zum Beispiel die Mutter alleinsorgeberechtigt ist nach 1626a Absatz 3 und der genetische und rechtliche Vater kein Sorgerecht hat, dann gibt es über 1680 Absatz 2 die Möglichkeit, dass der rechtliche Vater Elternteil wird. Dann heißt es, ist ein Elternteil, dem die elterliche Sorge gemäß 1626a Absatz 3 oder 1671 Alleinzustand gestorben, so hat das Familiengericht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu übertragen, wenn dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Also auch hier wieder negative Formulierung. Es wird grundsätzlich vermutet, dass die Zuweisung der elterlichen Sorge zum genetischen Elternteil dem Kindeswohl entspricht. Nur dann, wenn das nicht der Fall ist, wird diese Übertragung nicht ausgesprochen. Und entsprechend gelten diese Absätze natürlich auch, wenn wir einen Entzug des Sorgerechts haben, also nach 1666 beispielsweise. Gut, also die elterliche Sorge endet mit Volljährigkeit des Kindes, mit Tod des Kindes oder mit Tod des sorgeberechtigten Elternteils oder mit Todeserklärung des sorgeberechtigten Elternteils.
Wenn wir einen Alleinsorgeberechtigten haben, dann wird diese elterliche Sorge möglicherweise dem anderen Elternteil, der nicht sorgeberechtigt war, übertragen. Sowohl in den Fällen des 1626 Absatz 3 als auch in den Fällen des 1671, wo wir gesagt haben, man kann auch die Übertragung der Alleinsorge bei getrennt lebenden Eltern beantragen. So, und das ist auch der Punkt, der als nächstes auf der Tagesordnung steht, auf der Folie steht, die Übertragung der Alleinsorge. Die Übertragung der Alleinsorge, hatten wir ja vorhin schon reingeschaut, die kommt immer dann in Betracht, wenn ein Elternteil die elterliche Sorge alleine haben möchte und die gemeinschaftliche Sorge nicht im Kindesinteresse steht. Also wenn sozusagen dem Kindeswohl am besten gedient wäre mit der Übertragung der Alleinsorge, weil beispielsweise das räumlich gar nicht möglich wäre, die gemeinschaftliche Sorge. Wenn der eine in Hamburg wohnt, der andere in München, dann haben wir da einfach ein Problem, regelmäßig gemeinschaftliche Sorgeentscheidungen zu treffen. Und da ist dann letztlich die Möglichkeit, eben nach 1671 Alleinsorge zu übertragen. Und dann, wenn diese Alleinsorge übertragen wird, dann erlischt natürlich auch die elterliche Sorge des vormals gemeinschaftlich sorgeberechtigten Elternteils. Das heißt, wenn sich jetzt Mutter und Vater trennen, das Kind bleibt bei der Mutter und die Mutter beantragt erfolgreich die Übertragung der Alleinsorge, dann erlischt die elterliche Sorge des Vaters über den 1671 und geht über eben in die Umgangsrechte und so weiter, die eben entsprechend gegeben sind. So, darüber hinaus kann die elterliche Sorge auch enden, indem sie entzogen wird nach 1666. Das sind besonders einschneidende Maßnahmen. Schauen Sie mal rein in 1666. Das sind Maßnahmen, die zum Wohl des Kindes unmittelbar geboten sind. Also hier heißt es, 1666 Absatz 1, wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet, sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Ja, das ist jetzt ein relativ schwammiger Begriff, alle erforderlichen Maßnahmen, die zur Abwendung der Gefahr eben erforderlich sind. Das heißt, was das Gericht jetzt machen kann, im konkreten Fall, das bemisst sich letztlich immer danach, was wir für eine Art der Kindeswohlgefährdung haben und was noch verhältnismäßig ist. Also erforderlich im engeren Sinne. Absatz 3 sagt uns im Regel enumerative Aufzählung, also keine abschließende Aufzählung, sondern Regelbeispiele, dass gewisse gerichtliche Maßnahmen eben so gestaltet sein können. Das können Gebote, öffentliche Hilfen sein, Gebote für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, also Gebot, sich beispielsweise zu melden oder das Kind zur Schule zu bringen und so weiter und so fort. Verbote, Ersetzung oder Erklärung des Inhabers der elterlichen Sorge oder auch der teilweise oder vollständige Entzug der elterlichen Sorge. 1666 Absatz 3 Nummer 6. Gut, das heißt, diese Maßnahmen können getroffen werden, wenn sie erforderlich sind, um sozusagen das Kindeswohl vor einer Gefährdung zu bewahren, also das körperliche, geistige oder seelische. Allerdings, wie gesagt, hohe Anforderungen. Das heißt, wenn jetzt da beispielsweise ein Kind missbraucht wird, körperlich, dann kann man die elterliche Sorge entsprechend 1666 Absatz 1 Absatz 3 Nummer 6 entziehen und die elterliche Sorge eben entweder einem anderen Elternteil zuweisen oder entsprechend einen Vormund bestellen oder eben Amtsvormund oder Pfleger bestellen für gewisse Fragen. Gut, das heißt, grundsätzlich ist es so, die elterliche Sorge besteht mal bis zur Volljährigkeit des Kindes, es sei denn, das Kind stirbt oder der Sorgeberechtigte stirbt oder es gibt Anträge auf Übertragung der Alleinsorge oder einen Entzug der elterlichen Sorge, Ultima Ratio 1666. Gut, was sind die rechtlichen Folgen des Entzugs? Was sozusagen passiert, wenn sozusagen die elterliche Sorge entzogen wird, dann gelten letztlich die Folgen auch des 1677 steht da, das ist aber falsch, das muss 1671 heißen, glaube ich. 1671 Absatz 2, leben die Eltern nur vor. Genau, die rechtlichen Folgen, die ergeben sich sozusagen dann aus den
aus dem 1671 Absatz 2 sozusagen, wenn jetzt nur einem Elternteil die elterliche Sorge entzogen wird, dann wächst sozusagen die Alleinsorge dem anderen Elternteil an. Entsprechend. Das gilt entsprechend. Also korrigieren Sie bitte den 1677, der ist falsch. Notiere ich mir gleich mal hier Korrektur. Gut. Kommen wir zum Inhalt der elterlichen Sorge. Ja, was ist alles drin im elterlichen Sorgerecht? Wir haben ja in 1626 Absatz 1 Satz 2 gesehen, sowohl die Personensorge als auch die Vermögenssorge. Und Sie wissen natürlich schon, dass zur Personensorge oder zur elterlichen Sorge ganz generell, sowohl bei der Personensorge als auch bei der Vermögenssorge, auch die Vertretung des Kindes gehört, 1629 Absatz 1, schauen wir gleich uns nochmal genauer an, das kennen Sie sozusagen schon aus dem BGBAT, aus der Stellvertretung. Gut, Inhalt der Personensorge 1631, da fällt insbesondere die Pflege des Kindes drunter, also die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Das heißt, vom Waschen des Kindes, von der Versorgung, von der Ernährung des Kindes bis hin zur Gesundheitssorge, Impffragen und so weiter und so fort. Bei dieser Personensorge ist das Gebot der Gewaltfreiheit 1631 Absatz 2 zu beachten. Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung, also die Prügelstrafe. Ja. Sie dürfen sozusagen ihr Kind nicht prügeln und es damit auch nicht erziehen, sondern es ist sozusagen hier Gewaltfreiheit angezeigt. Bei ärztlichen Heilbehandlungen haben Sie grundsätzlich natürlich auch 1631 Entscheidungskompetenz der Eltern, aber es gilt auch hier den Kindeswillen zu berücksichtigen. Das ist ja grundsätzlich so. Das sagt uns der 1626 ja schon und der 1627 hat uns ja auch zu sagen, dass wir eben im gegenseitigen Einvernehmen, dass die elterliche Sorge auslegen und zum Wohl des Kindes, nicht nur das Wohl des Kindes, sondern auch den Willen des Kindes natürlich berücksichtigen. Und schauen Sie mal hier auf Absatz 3, 1631 Absatz 3, sagt uns das Familiengericht, hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen. Da können da Unterstützungsmaßnahmen entsprechend noch herangezogen werden. Aber grundsätzlich ist der Wille des Kindes zu berücksichtigen. Bei der ärztlichen Heilbehandlung sieht das so aus, dass natürlich, wenn Sie sich jetzt wieder zurückerinnern an diese Grafik elterliche Sorge, Fremdbestimmung und Autonomie des Kindes, ja, je älter das Kind wird, je sozusagen eigenständiger das Kind auch entscheiden kann, desto eher kommt es auch sozusagen auf seinen Willen an, ob eine ärztliche Heilbehandlung geboten oder nicht geboten ist. Das heißt, es kann Situationen geben, wenn der Minderjährige schon von so reif und sittlich, geistig und sittlich reif ist, dass er die Tragweite des ärztlichen Eingriffs eben ermessen kann, dass er selber entscheiden kann, seine Einwilligung auch ausreicht. Das heißt, dass die Personensorge der Eltern zurückzutreten hat hinter der Autonomie des Kindes für die Rechtfertigungsheileingriffs beispielsweise. Also insbesondere bei nahezu Volljährigen beispielsweise reicht das für die Einwilligung des Minderjährigen aus. Zur Personensorge gehört auch das Recht auf Umgang des Kindes, nicht nur mit den Eltern, sondern auf der, also Bestimmung des Umgangs, nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit Dritten. 1632 hilft uns da ja auch weiter hinsichtlich der Umgangsrechte. Dort heißt es, die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu verlangen, der es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält. Ja, also wenn Sie eine gemeinschaftliche Sorge haben und ein Elternteil haut mit dem Kind ab, dann haben Sie hier einen Herausgabeanspruch 1632 Absatz 1. Und genauso können Sie von Dritten auch die Herausgabe des Kindes verlangen. 1632 Absatz 2, die Personensorge umfasst ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit Wirkung für und gegen Dritte zu bestimmen. Also das Umgangsbestimmungsrecht gehört dazu. Auch hier ist es wieder notwendig, dass sozusagen die Eltern den Willen des Kindes, die Reife des Kindes hinreichend berücksichtigen. Das heißt, bei einem besonders kleinen Kind haben die Eltern größeren Fremdbestimmungsmöglichkeiten, also Bestimmungsmöglichkeiten, als es bei einem größeren Kind ist, das selbst schon entscheiden kann, mit wem es umgeht. OLG Brandenburg hat hierzu in einem relativ
neuen Urteil von 2016, relativ neu, hat es entschieden, dass eben das Kind sich genauso wenig dafür rechtfertigen muss, mit wem es umgeht, wie die Eltern sozusagen, von denen man eine Begründung erwarten kann, warum man jemanden mag oder liebt. Ja? Das heißt, die Eltern müssen sich nicht rechtfertigen, dass sie sich gegenseitig als Partner ausgesucht haben. Das Kind muss sich ebenfalls nicht rechtfertigen, in wen es möglicherweise verliebt ist. Das heißt aber, der Umgang wird immer weniger besprengbar durch die Eltern, je älter und selbstständiger das Kind wird. In diesem Zusammenhang sind auch insbesondere neuere Entwicklungen aus der digitalen Welt zu berücksichtigen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, inwieweit Sie da schon sozusagen aus Ihrer eigenen Erfahrung berichten können. Es gibt ja sogenannte Tracking-Apps, wo Sie quasi Kinder, wenn die ein eigenes Handy haben, überwachen können. Sie können dort E-Mail-Verkehr mitlesen, Sie können dort den Standort bestimmen und so weiter. Hat natürlich alles in gewisser Weise Sicherheitsaspekte. Sie können dem Kind beispielsweise auch Geozäune bauen. Ja? Wenn das Kind den Bereich, den es begehen darf, verlässt, dann wissen Sie Bescheid, kriegen Sie einen Alarm und können hin, ja, und es holen. Und also solche Möglichkeiten gibt es. Die Frage ist, dürfen die Eltern das? Ja? Dürfen sie abhören? Dürfen sie mitlesen und so weiter? Bis zum gewissen Maß müssen sie das sogar. Ja? Müssen sie sozusagen ihrer Aufsichtspflicht auch nachkommen. Aber je älter und eigenverantwortlicher das Kind wird, desto weniger dürfen diese Spionage- oder Kontrollfunktionen tatsächlich ausgeübt werden. Das heißt, das 16-jährige Kind, das dürfen Sie nicht tracken, es sei denn, das Kind möchte das. Ja? Dem dürfen Sie nicht nachspionieren, da dürfen Sie nicht die privaten E-Mails lesen. Außer Sie haben Anhaltspunkte beispielsweise, dass es irgendwie beispielsweise die 14-jährige Tochter im Internet gestalkt wird von irgendwelchen 50-jährigen Leuten. Ja? Also wenn es dafür Anhaltspunkte gibt und Sie sozusagen eine Straftat tut, die Ihrem Kind natürlich sozusagen oder das Opfer Ihr Kind wäre, dann müssen Sie natürlich schauen, dass Sie dort Zugriff erlangen. Gut, das heißt, auch hier haben wir ein relativ komplexes, schwieriges Zusammenspiel zwischen Autonomie des Kindes und Sorgerechten und Sorgepflichten der Eltern. Aber so die Pi mal Daumen-Linie können Sie sich merken, je älter das Kind, je eigenverantwortlicher es wird, desto weniger dürfen die Eltern tun. Dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht ist darüber hinaus durch gewisse Umgangsrechte begrenzt. Wenn Sie mal reinschauen in den 1684, 1685 und auch natürlich in den 1686a, der hier jetzt nicht draufsteht, aber ist auch eine Beschränkung des Umgangsrechts. 1684 spricht von dem Umgang des Kindes mit den Eltern. Dort heißt es, das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil. Jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. Das heißt, wenn Sie jetzt eine alleinsorgeberechtigte Mutter haben, dann kann diese alleinsorgeberechtigte Mutter das Umgangsrecht des Kindes zwar grundsätzlich bestimmen, es kann aber nicht verhindern, also sie kann nicht verhindern, dass das Kind seinen genetischen und rechtlichen Vater auch tatsächlich sieht. Es sei denn, es muss das Umgangsrecht eben beschränkt werden, weil dem Kindeswohl eben nicht dienlich. Ja, ist das Familiengericht in Absatz 4. Das Familiengericht kann das Umgangsrecht und den Vollzug früherer Entscheidungen über das Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Das ist sozusagen das Umgangsrecht und die Umgangspflicht mit den Eltern. 1685 nimmt andere Bezugspersonen in Blick. Dort heißt es, Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dies dem Wohl des Kindes dient. Das heißt, bei 1685 ist das Umgangsrecht der Großeltern, nicht die Umgangspflicht, aber das Umgangsrecht der Großeltern geknüpft an die Kindeswohldienlichkeit. Das ist also als Tatbestandsvoraussetzung. Anders als beim elterlichen Umgangsrecht. Das besteht unabhängig von der Kindeswohldienlichkeit. Das wird sozusagen vorausgesetzt. Andere, entferntere Verwandte, also Großeltern, Geschwister, haben das Recht nur, wenn es dem Kind auch dienlich ist. Absatz 2, gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächlich Verantwortung tragen oder getragen haben, sozialfamiliäre Beziehung. Das sind sozusagen, das ist das Umgangsrecht für den rechtlichen, den sozialen Vater
der aber den Kuckucksvater, der tatsächlich nicht rechtlicher, genetischer Vater des Kindes ist, wo die Vaterschaft angefochten wird, mit dem kann dann noch ein Umgangsrecht nach 1685 Absatz 2 bestehen. Oder zu dem Stiefelternteil, dem Pflegeelternteil, der ebenfalls nicht rechtlicher Elternteil des Kindes ist, aber tatsächliche Verantwortung im Sinne einer Eltern-Kind-Beziehung, sozial-familiäre Beziehung getragen hat. Der 1686a, der gehört auch in diese Richtung. 1686a ist überschrieben mit Rechte des leiblichen nichtrechtlichen Vaters. Das ist der genetische nichtrechtliche Vater, der eben nicht rechtlicher Vater ist, weil ein anderer Mann sozusagen rechtlicher Vater ist, der Kuckucksvater nämlich. Dieser Mann, der nur genetische Vater, der hat aber trotzdem ein Recht auf Umgang in gewissen Konstellationen, so wie es in 1686a geregelt ist. Also auch das beschränkt letztlich das Umgangsbestimmungsrecht der Eltern mit elterlicher Sorge. Schauen wir auf die Vermögenssorge. Die Vermögenssorge ist ebenfalls Teil der elterlichen Sorge, sagt uns der 626 Absatz 1. Beschränkungen finden sich beispielsweise in 1638. Hier heißt es, die Vermögenssorge erstreckt sich nicht auf das Vermögen, welches das Kind von Todes wegen erwirbt oder welches ihm unter Lebenden unentgeltlich zugewendet wird, wenn der Erblasser durch letztwillige Verfügung der Zuwendende bei der Zuwendung bestimmt hat, dass die Eltern das Vermögen nicht verwalten sollen. Also es kann mal sein, sozusagen, dass ein Erblasser, also ein Großelternteil beispielsweise, irgendein Vermögenswert, irgendein Landgut beispielsweise auf den Enkel übertragen will, den Eltern aber nicht traut, ja, weil die so ein bisschen Lotterleben geführt haben und der Enkel soll sozusagen das Landgut erhalten, die Eltern sollen es nicht in die Finger kriegen und verscherbeln. Und dann kann sozusagen bei der Übertragung, bei der Zuwendung als vorweggenommene Erbfolge oder im Wege der sonstigen Vermögenszuwendung eben entsprechend die elterliche Sorge über dieses Vermögensgut beschränkt werden. Dann kann das Kind natürlich immer noch nicht selber darüber entscheiden. Also das minderjährige Kind beispielsweise, 107, 108 BGB gelten da auch. Also kann zum Beispiel kein lediglichen rechtlicher nachteilhaftiges Geschäft tätigen. Da muss dann entsprechend ein Ergänzungspfleger bestellt werden nach 1909, weil die elterliche Sorge, Vermögenssorge, diesen Teil eben nicht umfasst. Weitere Beschränkung der Vermögenssorge ist dadurch gegeben, 1646, oder was heißt Beschränkung der Vermögenssorge, also Autonomie der Eltern zur Verfügung über Vermögensgegenstände des Kindes, indem Mittel des Kindes, die eingesetzt werden, um zum Beispiel bewegliche Sachen zu kaufen, dass diese beweglichen Sachen, also die Mittel, die abfließen und nicht mehr im Vermögen des Kindes wären, dass sich die hier sozusagen an dem Eigentum der Geldmittel eine dingliche Surrogation am erworbenen beweglichen Gegenstand fortsetzt. Das heißt, wenn die Eltern mit Mitteln des Kindes etwas erwerben, dann verliert das Kind kein Vermögen, sondern der hierzugeworbene Vermögensgegenstand wird zum Vermögen des Kindes. Prinzip der dinglichen Surrogation kennen Sie aus dem Sachenrecht, brauchen wir hier nicht vertiefen. 1646. Also erwerben die Eltern mit Mitteln des Kindes bewegliche Sachen, so geht mit dem Erwerb das Eigentum auf das Kind über, es sei denn, dass die Eltern nicht für Rechnung des Kindes erwerben wollen. Also wenn die Eltern selber erwerben wollen, auf eigenen Namen, nicht auf Rechnung des Kindes und sozusagen das Vermögen des Kindes missbrauchen dafür, also nicht berechtigt sind eigentlich, dann würden sie eben nicht nach 1646, gibt es keine dingliche Surrogation, wenn sie sozusagen in eigenem Namen auftreten, aber wenn sie für Rechnung des Kindes erwerben wollen, dann gibt es diese dingliche Surrogation. Dann schauen wir noch auf die Vertretung des Kindes. Das ist das, was Sie schon kennen. 1629, die elterliche Sorge betrifft auch die Vertretung des Kindes, sowohl bei der Personensorge als auch der Vermögenssorge. Und die Regelung ist relativ deutlich. Wenn wir eine gemeinschaftliche Sorge der Eltern haben, dann haben wir die gemeinschaftliche, also Gesamtvertretung. Das heißt, bei der aktiven Stellvertretung haben wir gemeinschaftliche Vertretung. Beide Eltern müssen aktiv sein. Bei der passiven Stellvertretung, also bei der Entgegennahme von Willenserklärung, da reicht eben ein Elternteil aus. Es gibt natürlich die Möglichkeit bei dringenden Angelegenheiten, dass eben ein Elternteil alleine entscheidet. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sozusagen
Kontrollbefugnisse auch übertragen werden. Also der bei einer gemeinschaftlichen Vertretung, wenn jetzt ein Elternteil verhindert wäre, beispielsweise weil er weit weg lebt und die gemeinschaftliche Sorge beibehalten wird, dass er eben eine Vollmacht erteilt dem anderen Elternteil. Gut, hier heißt es nämlich in einer relativ neuen Entscheidung des BGH, dass das geht, also durch Vollmachterteilung sozusagen die Alleinsorge oder die Alleinentscheidung sozusagen Vertretungsbereichen, die der gemeinschaftlichen Vertretung unterlegen, einem Elternteil zugewiesen werden können. Hier heißt es, Kontrollbefugnisse und Pflichten sind gegebenenfalls auch Mitwirkungspflichten des vollmachtgebenden Elternteils bestehen. Natürlich aus diesem Grundverhältnis der Vollmacht, aber grundsätzlich ist es so, dass die elterliche Sorge eben sozusagen oder die Übertragung der Stellvertretung durch Bevollmächtigung des anderen Elternteils möglich ist und man dadurch eben die Zuweisung der alleinigen Sorge nach 1671 verhindern kann. Denn stellen Sie sich mal vor, Sie haben es wirklich so, dass ein Elternteil, der lebt in den USA, der andere Elternteil lebt in Deutschland mit dem Kind. Das Kind wächst hier auf und jetzt geht es zur Vertretung des Kindes, zum Beispiel bei der Schuleinschreibung. Sie brauchen immer beide Unterschriften der Eltern. Und wie machen Sie das jetzt, wenn Sie dann immer alles erstmal in die USA schicken müssen? Der muss das da unterschreiben, dann schickt das mit der Post wieder zurück. Das ist wahnsinnig umständlich. Und da bietet es sich natürlich an, dann eine Alleinsorge des Elternteils zu beantragen, der in Deutschland lebt und das Kind versorgt. Das wäre nach 1671 dann der Fall. Das hätte aber die Folge, dass der in den USA lebende Elternteil seine elterlichen Sorgerechte verliert. Und das muss nicht unbedingt sein, das kann man verhindern dadurch, dass man eben die gesetzliche Gesamtvertretung umgeht, indem der in den USA lebende Elternteil den in Deutschland lebenden Elternteil bevollmächtigt zur Alleinvertretung, also auch zur Ausübung seines Anteils der elterlichen Sorge. Und das ist möglich, wenn eine ausreichende Kooperationsfähigkeit, heißt es hier im Urteil, und Kooperationsbereitschaft der Eltern vorliegt. Gut, wenn Gefahrenverzug ist, dann reicht, wie Sie sicherlich aus der Lektüre des 1629 schon mal gesehen haben, 1629 Absatz 1 Satz 4, dann reicht die Alleinvertretung aus. Das heißt, wenn das Kind jetzt irgendwie irgendeine Krankheit hat, ja, und dringend operiert werden muss und der andere Elternteil ist halt gerade auf Safari in Afrika und kann jetzt nicht sozusagen mitentscheiden oder den Behandlungsvertrag unterschreiben, dann kann sozusagen der Elternteil, der eben in Deutschland ist, der das Kind versorgt gerade, der kann dann eben allein das Kind vertreten. Alleinvertretung auch bei alleiniger Sorge bzw. Übertragung der Sorge nach 1628 bei Meinungsverschiedenheiten. Also wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt und das Gericht die Alleinentscheidung übertragen hat, dann ist auch Alleinvertretung in dieser Situation angezeigt. Würde ja keinen Sinn machen, dass ich dann zwar allein entscheiden darf, das Sorgerecht hätte, aber nicht allein vertreten dürfte. Dann müsste ich, wenn der andere natürlich der andere Ansicht ist, dann seine Mitwirkung verweigert, müsste ich den erstmal auf Abgabe der Willenserklärung entsprechend verklagen. Also es macht keinen Sinn, deswegen ist sozusagen bei alleiniger Sorge oder Übertragung der Sorge nach 1628 eben auch Alleinvertretung angezeigt. Es gibt dann gewisse Sicherheitsmechanismen zum Gunsten des Kindes, die verhindern, die gewisserweise dieses Vertretungsrecht beschränken oder ausschließen. 1641 ist so ein Punkt. Die Eltern können nicht in Vertretung des Kindes Schenkungen machen. Also es soll der Ausverkauf des kindlichen Vermögens verhindert werden. Ausgenommen sind Schenkungen, die in einer sittlichen Pflicht oder einem Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen wird. Also wenn das Kind beispielsweise ein Kind hat und man dann Geldmittel beispielsweise zur Geburt herschenkt, das wäre dann ein entsprechender Punkt. Darüber hinaus haben wir dann auch noch als Sicherheitsmechanismen, das kennen Sie jetzt alles aus der Examensvorbereitung oder dem BGBAT schon, gibt es gewisse Rechtsgeschäfte, die eben von der Vertretung ausgeschlossen, wo die Vertretungsmacht der Eltern eben nicht besteht, weil sie risikoreich sind für das Kind. Und da verweist der 1629 bei der Vertretung des Kindes auf den 1795. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wo der Verweis ist. Der ist in Absatz 3. Wenn Sie reinschauen, sind die Eltern des Kindes miteinander verheiratet und besteht zwischen ihnen eine Lebenspartnerschaft, Lebenspartnerschaftsgesetz gemeint, nicht die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, so kann ein Elternteil Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil nur im eigenen Namen geltend machen und so weiter. Aber Absatz 2 ist es, Entschuldigung, da muss man auch wieder ausbessern hier. Ah, das T
getippt hier. Absatz 2 heißt es. Der Vater und die Mutter können das Kind insoweit nicht vertreten, als nach 1795 ein Vormann von der Vertretung ausgeschlossen ist. So, und jetzt schauen Sie mal, also das Glück ist, Sie dürfen zwar nichts kommentieren im BGB, in NRW, aber es steht hier der Verweis ja schon im Gesetz. Also Sie müssen nur wissen, dass der Absatz 2 ist und den 1795 lesen und dann schlagen Sie den 1795 auf. Und in 1795 finden Sie folgende Regelung. Ausschluss der Vertretungsmacht. Der Vormund kann das Mündel nicht vertreten, wenn. So, und jetzt müssen Sie den natürlich, weil Sie aus 1629 Absatz 2 kommen, so lesen, dass der Vormund, die Eltern können das Kind nicht vertreten, erstens beim Rechtsgeschäft zwischen seinem Ehegatten, dem Lebenspartner oder einem seiner Verwandten in gerader Linie einerseits und dem Kind andererseits, es sei denn, das Rechtsgeschäft ausschließlich in Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. Also, das soll natürlich verhindern, dass sozusagen zulasten des Kindes hier irgendwelche Rechtsgeschäfte getätigt werden, die zum Nachteil des Kindes gehen. Ja, also es wird sozusagen verhindert Interessenkonflikte. Ja. Ähnlich wie der 181 BGB beim In-sich-Geschäft, also auch der Elternteil kann für das Kind nicht in eigenem Namen ein Rechtsgeschäft abschließen, es sei denn, den Fall kennen Sie alle, teleologische Reduktion des 181, dass lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft für das Kind rauskommt. Ja. Aber sozusagen der 1795, der dient genauso wie der 181 der Vermeidung von Interessenkollisionen zugunsten des Kindes. So. Das heißt, immer in den Fällen des 1795, wo ein Vormund nicht das Kind vertreten, das Mündel vertreten könnte, können auch die Eltern das Kind nicht vertreten. Da ist die Vertretungsmacht ausgeschlossen. So, und jetzt kommen wir auf das zusätzliche Erfordernis der gerichtlichen Genehmigung. Jetzt schauen wir mal rein in den 1643, genau. 1643 schauen wir rein. Schauen Sie da rein, da sehen Sie genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte. Das ist die zweite Filterstufe, die den Kindern sozusagen zugutekommt. Ja? Zweite Filterstufe. Also was sehe ich jetzt hier gerade im Chat, ich glaube, Sie meinen den 1641, nicht den 1941, stimmt natürlich, auch da ist ein Fehler drin, sorry. Also bei der Erstellung dieser Folie, da muss ich wohl echt gesoffen haben, sorry, Korrektur. Also oben sehen Sie es nochmal beim dritten Spiegelstrich, ja, Unzulässigkeit von unentgeltlichen Vermögensübertragungen. Da muss es heißen 1641, das ist die Vorschrift, die wir auch gelesen haben, nicht der 1941 im Erbrecht, ja, den wollen wir nicht haben. 1941 bitte streichen, 1641, mea culpa, ja, ich ändere das gleich und lade einen neuen Foliensatz hoch. Ja. Also sorry, bitte nicht falsch merken, ja, 1641 ist das. So, also jetzt zurück zum Ausschluss der Vertretungsmacht. Ausschluss der Vertretungsmacht bei bestimmten Rechtsgeschäften 1629 Absatz 2 in Verbindung mit 1795 dient der Verhinderung von Interessenkollisionen. Ähnlich dem 181, der ebenfalls anwendbar bleibt. Zweitens, wenn bei manchen Rechtsgeschäften, wo wir eine Vertretungsmacht hätten, ja, da brauchen wir zusätzlich zu der Vertretung durch die Eltern auch noch eine Genehmigung durch das Familiengericht. Und das sagt uns der 1643. Zu Rechtsgeschäften für das Kind bedürfen die Eltern der Genehmigung des Familiengerichts in Fällen, in denen nach 1821 und nach 1822 Nummer 1, 3, 5 und 8 bis 11 ein Vormund der Genehmigung bedarf. Da gibt es auch wieder sozusagen potenzielle Interessenkonflikte, die bestehen. Die elterliche Vertretungsmacht wird aber nicht ausgeschlossen, sondern es wird ein zusätzlicher Schutzfilter eingezogen, nämlich die Genehmigung durch das Familiengericht. Schauen Sie mal rein, den 1821 und 1822. Der 1821 sagt uns Genehmigung für Geschäfte über Grundstücke. Ja, der Vormund, also die Eltern bedürfen der Genehmigung des Familiengerichts zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück. Das heißt, da muss eine familiengerichtliche Genehmigung eingeholt werden und 1822 beispielsweise Nummer 1, jetzt wir wollen nicht alles durchgehen, sondern nur mal schauen, die Eltern bedürfen der Genehmigung des Familiengerichts zu einem Rechtsgeschäft, durch das das Kind zu einer Verfügung über sein Vermögen im Ganzen verpflichtet wird. Ja? Das heißt, hier haben wir weitere Sicherungsmechanismen,
die sozusagen die Interessen des Kindes sozusagen berücksichtigen oder stärken sollen. Das heißt, wenn Sie jetzt in der Falllösung mal sind, ja, Staatsexamen oder sonst irgendwo, und Sie prüfen ein Rechtsgeschäft, das ein Elternteil vornimmt, dann müssen Sie natürlich prüfen, wirkt dieses Rechtsgeschäft für und gegen das Kind, also den Vertretenen. Das Kind selber kann ja dieses Rechtsgeschäft nicht selber vornehmen. Ja, wenn die Eltern das machen, dann müssen Sie prüfen, haben die Eltern überhaupt Vertretungsmacht? Und bei der Vertretungsmachtsfrage, da prüfen Sie den 1626, 1629 Absatz 2, 1795 rein. Kann sein, dass die Vertretungsmacht ausgeschlossen ist. Wenn aber Vertretungsmacht besteht oder vielleicht zusätzlich, wenn Sie Gutachten prüfen, prüfen Sie auch noch, ob das Rechtsgeschäft genehmigungsbedürftig ist nach 1643, 1821, 1822. Ja, das müssen Sie sozusagen immer berücksichtigen, dass das zwei Filterstufen sind, die auch voneinander zu unterscheiden sind. Die Genehmigungspflichtigkeit des Rechtsgeschäfts hindert nicht die Vertretungsmacht, aber hindert die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts, wenn das Familiengericht nicht genehmigt hat. So, dann kommen wir noch zur Beschränkung der minderjährigen Haftung. Das ist sozusagen das Recht des Kindes auf schuldenfreien Eintritt in die Volljährigkeit. Schauen Sie mal rein in 1629a. Dort heißt es, die Haftung für Verbindlichkeiten, die die Eltern im Rahmen ihrer gesetzlichen Vertretungsmacht oder sonstige vertretungsberechtigte Personen im Rahmen ihrer Vertretungsmacht durch Rechtsgeschäft oder eine sonstige Handlung mit Wirkung für das Kind begründet haben, die beschränkt sich auf den Bestand des bei Eintritt der Volljährigkeit vorhandenen Vermögens des Kindes. Das heißt, hier wird das Kind vor Schulden geschützt, die die Eltern zu Lasten des Kindes generieren können durch ihre Vertretungshandlung. Das Kind soll eben geschützt werden vor einem riesen Schuldenberg. Das heißt, es beschränkt sich die Haftung letztlich auf das vorhandene Vermögen. Das Ganze ist konstruiert wie die Beschränkung der Erbenhaftung, die Sie aus dem Erbrecht ja schon kennen. Erbrecht haben die meisten ja schon gehört. 1629 verweist auch auf das Erbrecht, ja, auf die Erbrechtsbestimmungen. Hier heißt es, beruft sich der volljährig geworden auf die Beschränkung der Haftung, so finden die für die Haftung des Erben geltenden Vorschriften der 1990, 1991 entsprechende Anwendung. Also das heißt, grundsätzlich wird das Kind hier ähnlich wie ein Erbe geschützt vor Überschuldung. Das Kind kann sich ja letztlich nicht wehren vor Schulden, die die Eltern generieren, solange die Sicherheitsmechanismen des 1629 und des 1643 nicht greifen, die Eltern also ein Rechtsgeschäft vornehmen können, dann kann das natürlich trotzdem verlustreich sein und dann beschränkt sich die Haftung des minderjährigen Kindes eben auf das bei Volljährigkeitseintritt vorhandene Vermögen. Kommen wir noch vor Abschluss, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ich will trotzdem noch darauf hinweisen, weil es wichtig ist für auch Klausurbearbeitung, jetzt nicht für unsere Klausur, aber generell fürs Examen und so weiter. Haftungsfragen, Sie wissen auch, dass die Eltern nach 1664 BGB in der Haftung gegenüber ihrem Kind, also bei der Ausübung der elterlichen Sorge, beschränkt sind, nämlich auf die eigenübliche Sorgfalt. Und diese Haftung beschränkt sozusagen den Haftungsmaßstab. Ja? Der gilt, wie der BGH sagt, nicht im Straßenverkehr. Das wissen Sie auch alles aus der Examensvorbereitung, weil das eben dort eben im Straßenverkehr kein Raum für die eigenübliche Sorgfalt ist, sondern es ein allgemeiner Sorgfaltsmaßstab ist. Aber der 1646, der beschränkt sozusagen die elterliche Haftung gegenüber dem Kind auf diesen Haftungsmaßstab. Er ist darüber hinaus eigene Anspruchsgrundlage, nach herrschender Meinung zwar umstritten, aber kann sozusagen auch herangezogen werden auch, zur Geltendmachung von Ansprüchen auf Schadensersatz des Kindes gegen die Eltern. So, und bei dieser Problematik, da möchte ich jetzt nochmal Ihnen in Erinnerung rufen, dass hier bei dieser Haftungsbeschränkung natürlich immer das Problem der beschränkten, der gestörten Gesamtschuld besteht. Ja, wenn Sie sich nicht mehr erinnern an dieses Prinzip der gestörten Gesamtschuld, schauen Sie nochmal rein in meine Folien beim Schuldrecht 2, letzte Einheit, die online ist, Einheit 13-14, Mehrheit von Schädigern. Dort können Sie sehen, wie die gestörte Gesamtschuld gelöst wird. Es gibt ja natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder wirkt sie nach außen oder sie wirkt nicht nach außen im Außenverhältnis. Und der BGH geht ja davon aus, dass gesetzliche Beschränkungen der Haftung eben zu berücksichtigen sind, also einen Gesamtschuldausgleich ausschließen würden. Also bei der gestörten Gesamtschuld hat der 1664 eine Relevanz. Gut,
So viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Wir haben andere Anspruchsgrundlagen, bei denen natürlich auch der 1664 eine Rolle spielt. 823, 281, 241, da greift der 1664 ebenfalls. Haftung der Eltern für Schadensverursachung des Kindes haben wir auch schon angesprochen, 832. Und natürlich auch eine Eigenhaftung aus Vertrag beispielsweise, wenn die Eltern beispielsweise Mieter sind einer Wohnung und das Kind fackelt die Bude ab, dann kann es auch sein, dass die Kinder Erfüllungsgehilfen der Eltern sind, in gewissen Konstellationen. Welche Voraussetzungen dafür bestehen, wollen wir jetzt auch nicht vertiefen, weil uns die Zeit fehlt. Ich will jetzt noch zum Abschluss ein Wort verlieren zu den Reformperspektiven. Wir haben gesehen, dass das Sorgerecht, das wir hier im 1626 fortfolgenden verankert haben, sich ausrichtet vor allen Dingen an der gemeinschaftlichen Sorge der Eltern einerseits, aber nicht alle Familienkonstellationen entsprechend abdeckt, weil wir sehr viele nicht verheiratete Eltern auch haben und wir brauchen da eben gewisse Hürden, um zu einer gemeinschaftlichen Sorge zu kommen. Darüber hinaus werden Pflege- und Stieffamilien nur mit einem relativ kleinen Sorgerecht bedacht, nämlich 1687b, das eben nicht als Sorgerecht im Sinne des 1626 herangezogen wird. Und das führt in vielen Fällen zu Problemen. Und deswegen ist ein Reformprozess angestoßen worden, der viele Reformen im Familienrecht vorgeschlagen hat. Es gab eine Arbeitsgruppe, die das BMJV, die eine Stellungnahme herausgegeben haben. Und ich klappe sozusagen letztlich die Bullet Points auf, die sozusagen zusammenfassend den Stand der Reformforderungen dieser Arbeitsgruppe darstellen. Die elterliche Sorge soll eben von Anfang an beiden Eltern gleich zustehen, unabhängig davon, ob sie in einer Ehe leben oder nicht. Sie soll also automatisch auch dem anderen Elternteil zugewiesen werden. Sie soll nicht mehr entzogen werden können, sondern sollen gewisse Konstellationen, Elternkonflikte sollen eben anders geregelt werden über Regelung der Ausübung der elterlichen Sorge. Elterliche Sorge soll also nicht mehr entziehbar sein, soll beim Elternteil verbleiben. Insbesondere bei der Betreuung des Kindes soll es eben unterschiedlich flexiblere Regelungen geben. Es soll kein gesetzliches Leitbild mehr für ein bestimmtes Betreuungsmodell, Präsenzmodell, Residenzmodell geben, sondern auch ein Wechselmodell entsprechend bei der elterlichen Sorgeregelung berücksichtigt werden können. So, Kindeswillen stärker berücksichtigen und so weiter, das sind alles Forderungen, die wir detailliert jetzt nicht mehr besprechen können. Gut, diese Reformvorhaben werden sicherlich in dieser Legislatur nicht mehr umgesetzt. Es soll aber im Rahmen eines Entwurfs, eines Gesetzes zur Änderung des Abstammungs-, Kindschaftsrechts und Kindesunterhaltsrechts eine Reformleit geben, zumindest eine automatische elterliche Sorge bei Geburt des Kindes von beiden Eltern, unabhängig von der Verrechtlichung der Paarbeziehung der Eltern. Das soll sozusagen im Zusammenhang auch durchgesetzt werden mit der Einführung der Mutterschaft einer weiteren Frau, Kraft Ehe, Kraft Anerkennung oder Kraft gerichtlicher Feststellung der Mutterschaft. Dazu habe ich beim Abstammungsrecht zu diesem Entwurf schon viel gesagt. Das ist sehr fraglich, ob das noch durchgesetzt wird. So, dann sind wir jetzt wirklich am Ende der Einheit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Sorry fürs Überziehen. Falls Sie jetzt noch Lust haben auf die Sprechstunde, kommen Sie gerne in die Sprechstunde, dann sehen wir uns gleich in Zoom. Ansonsten, falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich Ihnen ganz viel Glück und auch Erfolg für die Klausur, die nächste Woche stattfindet. Ihnen alles Gute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen das Familienrecht hier online zu betreiben. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Lassen Sie mich gerne auch wissen, wie es Ihnen so weitergeht. Einige von Ihnen werden ja doch mit mir in Kontakt bleiben, einer zumindest ganz gewiss, weil er sozusagen mein Mitarbeiter wird und mitkommt nach Göttingen. Alle anderen, die eben nicht mitkommen werden oder die ich irgendwie später mal sehen werde, melden sich gerne, auch wenn ich Ihnen helfen kann oder wenn Sie was Interessantes haben, auch immer gerne. Dann bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen Danke zu sagen für die Mitarbeit, die Beteiligung im Chat per E-Mail und auch natürlich auf YouTube. Sind ja auch immer Anmerkungen gekommen zu den Videos. Also herzlichen Dank Ihnen und falls wir uns jetzt nicht mehr sehen, schöne Restwoche und alles Gute bei der Klausur. Danke und ciao.